So, dann würde ich vorschlagen, 19 Uhr, 19:02 Uhr, lasst uns irgendwie so ein kleines bisschen anfangen. Ich denke, das wäre ganz gut. Wissentlich, dass, wie gesagt, beim ersten Mal, ich glaube, Stück für Stück, die Mails gehen dann erst jetzt Stück für Stück nächste Woche auch raus an alle, die da sich vorher angemeldet haben. Zumindest Zoom kann automatisch jetzt nicht alle einladen, weil, ja, warum eigentlich nicht? Ja, weil die Serie ja da aufgehört hat und jetzt fängt die neu halt an, gell? Jetzt sind da nicht alle mit dabei. Na, ist auch egal, Technikrahmen. Also, die dabei sind, hurra, guten Abend erstmal an der Stelle von Jawohl. Jochen und von mir. Und für alle die nicht dabei sind, wir haben es ja sowieso am Ende des Tages in der Aufzeichnung. Von daher, Traden ist gut und schön, wie wir es bis dato immer gesagt haben, mit Freunden über das Trading am Ende aber reden ist besser und schöner. Und insofern, wir sehen es ja hier schon auf der Folie, liegt im Untertitel dieses Webinars, was ist Lust und was ist Pflicht, wie immer. Ja, weißt du, dass das jetzt knapp ein Jahr ist, Jochen? Was? Ja, ich glaube, gell, ein Stimmt, Jahr du jetzt. hast recht, du hast Ja, recht. Das also erste ein Jahr war schon ja im diese Oktober oder so, Bekenntnis am ne? Ende des Tages zugrunde, dass niemanden von euch vereinnahmen möchte. Das, glaube ich, ist das wichtig. Dennoch alle jene einschließt, die sich von den großen Markttechnik oder kleinen Markttechnik, ich weiß nicht, zumindest aber von dem Wir-Gefühl der Markttechnik und dieser Gemeinschaft, wenn wir es denn so nennen wollen, angesprochen fühlen. So, und wir, das heißt zumindest erstmal, das ist dahingehend ein ganz interessanter Haufen. Warum? Weil das geht um Jochen und um mich. Mit hin und wieder vielleicht auch für den einen oder anderen interessanten, aber hin und wieder vielleicht auch ein kleines bisschen krassen Thesen. Manchen sprechen dem einen oder anderen aus dem Herzen, dem einen oder anderen regen sie mitunter halt auch auf, das kann sein. Aber selbst dort, wo man mitunter anderer Meinung sein sollte, mit dem allem, was heute und die kommenden Tage kommt, zeigt das doch alles, wie offen und wie ehrlich stellenweise dann auch wirklich und vor allen Dingen kontrovers im Trading halt einfach, ja, einfach diskutiert wird. Kurzum, das heißt also, unser Webinar ist und steht, so gucken hier. Jochen, Kamera geht, Jawohl. ja, genau. So, also, was kommt zur Sprache, wenn Trader unter sich sind? Das ist unser Thema. Was treibt uns an und lässt uns nicht mehr los? Was lieben? Aber Jochen, im Grunde auch, was hassen wir am Oh Trading? ja. Und was erzählt das vor allen Dingen alles über uns? Das finde ich auch eine spannende Sache. Das heißt also, was ist das alles, was uns tagtäglich jetzt am Montag wieder beginnend hinaustreibt? Ja, oder umtreibt vor die Charts, könnte man sagen, hinaus aus dem finanziellen Geborgenheit hinein ins Risiko. Ne? Was ist es, was uns antreibt? Was geht in uns vor, wenn wir traden? Ich glaube, das ist auch eine spannende Frage. Und was denken wir vor allen Dingen dabei, danach und darüber? Große Ja. Themen. Wie gehen wir also um mit Plus- und mit Minustrades und mit den Schmerzen und mit den Hoffnungen? All das ist alles Thema für diese Webinarserie. Das heißt, zusammenfassend im Großen und Ganzen geht es also um das, was ich eben gesagt habe und heiße Sie recht herzlich willkommen. Und zusammenfassend den Satz noch zu Ende bringen, heißt das für alle, die neu dabei sind, ganz wichtig, viele sind jetzt hier auch altgedient dabei. Sollte jemand jetzt von denen, die neu dabei sind, erwarten, dass wir heute den DAX jetzt durchsprechen, wo er morgen eröffnet und wo er am Dienstag schließt? Nein, das werden wir nicht machen. Und werden wir das Zauberregelwerk bereden? Nein, das werden wir nicht machen. Werden wir einzelne Märkte jetzt hier live und wo, nein, 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 all das nicht, sondern wir wollen all dies machen, was ich sag schon im Intro meinte, beziehungsweise im Wesentlichen werden für uns Trades oder zu uns Trades eingeschickt, die wir, der Jochen und der ich sage gleich was dazu, Jochen und ich, ja, im Nachgang einfach ein bisschen besprechen werden und vor allen Dingen, dass wir, und das ist unser erklärtes Ziel, ein kleines bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Mit den bekannten Fragen, was ich eben sagte, was kommt zur Sprache, eben wenn die Trader auch ein kleines bisschen unter sich ist, was lieben wir, was hassen wir. Das heißt im Wesentlichen, Moment, jetzt muss ich gucken, unsere Folien, das ist nämlich alles hier wieder neu, wir hatten ja jetzt hier ein paar Wochen nichts gemacht, geht es also um diese Trade-Auswertung von Trades, die uns zugeschickt worden sind. Und wenn ich von wir rede, dann rede ich natürlich nicht nur von mir, sondern logischerweise auch von dem Jochen, dem Flügel. Man zu meiner Rechten, Ja. zu, wie sagt man im Internet, zur Rechten oder zur Linken? Also da du die Majestät bist, deine Pronomen sind ihro Gnaden, rechts von dir Hätte ich sitze jetzt auch ich. gezeigt, rechts, also bei euch ist Kamera dann links. Quatsch. Ich Los, bin Jochen. rechts. Du bist rechts, alles klar. So, Ja. warte Soll ich ja dann ein herzliches Willkommen zur ja, Wiederaufnahme dieser Serie, die ich am Anfang ja gar nicht toll fand, weil es Sonntagabends war, aber in der Zwischenzeit wirklich mich echt freue, weil wenn man in den Chat reinguckt, haben wir wirklich eine tolle Gemeinschaft, wo wirklich teilweise die lustigsten Sachen laufen und die heftigsten Diskussionen. Mich freut es sehr, dass das Webinar so gut Anklang findet. Und wie der Michael schon gesagt hat, es geht ja ausnahmsweise mal nicht darum, dass wir jetzt über die Wirtschaft reden und wohin der Markt geht, sondern wir reden über das, was alle
Trader, die ernsthaft sich mit der Sache beschäftigen, irgendwann ja auch auf der Zunge liegen haben als Frage. Ne? Beispiel, was mache ich falsch? Warum klappt das nie? Oder ich habe super Gewinne gemacht, warum sind sie wieder weg? Und diese Dinge, die treiben uns ja alle, ja, als Trader. Ob du jetzt Anfänger, Fortgeschrittener oder sogar als erfahrener Trader hast, ab und zu auch Tage, wo du sagst, ja, um Gottes Willen, was habe ich denn schon wieder gemacht? So, und darum geht's, ja, darüber wollen wir uns unterhalten und da kommen dann auch eure oder ihre Trades ins Spiel. Ein ganz, ganz liebes, herzliches Dankeschön an alle, die mich mit Trades versorgt haben, die eingeschickt haben. Und sorry, dass ich mich lange Zeit nicht gemeldet habe. Ich habe vorhin in aller Hektik noch, weil heute Vormittag habe ich alle Leute angeschrieben. Mir ging es im Sommer nicht sonderlich gut. Dann wandere ich ja auch aus. Es war einfach zu viel. Und ich habe die Sache einfach vor mich hergeschoben. Und ihr wisst selber, der E-Mail-Berg, den man dann nicht beantwortet, wird immer größer. Also ganz, ganz lieben Dank an alle, die eingesendet haben und auch an die, die vielleicht noch einsenden wollen. Das Webinar lebt von euren Trades. Warum machen wir das, der Micha und ich? Im Endeffekt ist ja nichts anderes als eine Art Tagebuch oder Trading-Journal-Besprechung. Wenn ein Trader es schafft, seine Trades, völlig wurscht, ob sie positiv oder negativ sind, so zu beschreiben, dass ein Dritter versteht, was er gemacht hat, also warum ist er eingestiegen, warum ist er ausgestiegen, wie hat er den Trade gemanagt und so weiter und so fort, dann ist es ein Mehrwert. Und zwar, A, wiederholt man das, was man am Tag fabriziert oder als Erfolg gehabt hat. Man kennt langsam die Struktur, man lernt sich selber kennen, weil man Fehler entdeckt, die man immer wieder macht, aber während des Tradings gar nicht bemerkt. Und daraus kristallisiert sich ja dann die Handelslogik heraus, dieses ständige mit sich selber arbeiten und sich selber korrigieren. Und deswegen finde ich das Format so klasse und auch die Leute, die eingeschickt haben, so mutig, ja, dass wir damit arbeiten können. Also nochmal ein herzliches Willkommen, zweite Runde oder zweiter Teil der Webinarserie. Jetzt gebe ich an den Micha zurück. Fängst du an oder soll ich oder wie wollen wir das machen? Ich sage noch zwei Sätze und dann legen wir einfach los. Gell? Also wer es mitgekriegt hat, demnächst in Ihrem, wie sagt man, Filmtheater, im Hintergrund von Jochen Palmen, Mädchen und Schirmchendrinks. Richtig? Wegen Auswandern. Prinzipiell. Nein. Was habe ich jetzt weggelassen? Oder was war so viel? Wind, Stürme, kalt. Also voll mein Land, weißt du? Ich meine, ja, so. Naja, wir werden sehen, aber Hauptsache mal weg hier. Ja. Hauptsache mal weg. Super. Also, okay, das ganz kurz dazu. Zwei Sätze zu mir und zu meiner Person. Für den einen oder anderen, Moment, ich komme mit den Folien hier noch heute noch nicht ganz so zurecht. Der Autor vom großen Buch der Markttechnik bzw. der Buchreihe Der Händler, der eine oder andere hat sie gelesen oder aber auch gehört. Wir haben sie ja auch als Hörbuch, große Arbeitsbuch der Markttechnik und noch ein, zwei andere Bücher, die jetzt hier nicht mit drauf sind. Im Wesentlichen aber soll es eben, und daher auch die Webinarserie, um dieses auch in diesen Büchern stellenweise dargelegtes Thema gehen, nämlich das Thema Markttechnik und da wiederum natürlich immer beachtend auch bei den verschiedenen eingesandten Trades, so wie auch in den Büchern drinnen beschrieben, dass es darum geht, den eigenen Stil zu finden. Das heißt, weder der Jochen noch ich sage, alles falsch, was ihr je gemacht habt, es muss nur so gehen. Aus meiner Sicht völlig falsche Herangehensweise. Ja. Gell? Jeder soll ja das, was er ja bis dato vielleicht den Weg, den er gegangen ist, ein Stück weit weitergehen, aber vielleicht die ein oder andere oder den ein oder anderen Hinweis vielleicht einfach mit zur Rate ziehen. Und so wird bei dem Webinar das auch heute, denke ich, sein. Es muss nicht jeder Satz für jeden stimmig sein, aber manchmal ist es eine Grafik, ein Satz, eine kurze Zeichnung oder manchmal auch nur ein Nebensatz, den man sagt, hey, nicht schlecht, danke. Und wenn nicht, dann halt auch nicht. Dann ist es vielleicht beim nächsten Webinar mit dabei. So, hier habt ihr auch nochmal vom Jochen die Kontaktdaten im Zweifelsfall, wo ihr die Trades mit hinschicken könnt. Jetzt hier sind ihr sie nochmal mit eingeblendet. Gleichsam von mir hier auch nochmal mit eingeblendet. In der Aufzeichnung könnt ihr ja einfach Stopp drücken und dann geht's weiter. So, klasse. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir nur zu zweit sind, sind wir am Ende doch zu dritt. Es gibt also an der Stelle noch etwa, na im Grunde ja zu viert, weil wir haben den Risikohinweis, die BaFin guckt mit Sicherheit auch irgendwie wieder mit an der Stelle. Das heißt also, den Risikohinweis sei an der Stelle unbedingt mit eingeblendet, lesen kann ihn jeder selber. Alles, was hier drin steht, ist hier zu sehen. Das heißt, alles, was wir hier machen, ist mit hohem Risiko verbunden. Nichtsdestotrotz haben wir ja keine aktuellen Trades und auch keine Live-Märkte. Von daher ist das alles jetzt nur für uns nur halb so relevant, aber eingeblendet ist es. Und wichtig mit an Bord wäre Self-Invest, ohne die wäre das alles jetzt hier überhaupt nicht so in dieser Form halt machbar. Von daher, den einen oder anderen, der da noch nicht mit bei dem Broker irgendwie vielleicht schon mal ein Demo oder irgendwas gemacht hat, den Hinweis einfach mal mitgeben. Nanotrader bzw. MT habt ihr ja alles, also die verschiedenen MT-Plattformen, alles, was ihr haben könnt, dort mal mit zur Verfügung. So,
Und dann würde ich sagen, Jochen, legen wir los, oder? Okay, ja, gerne. So, vom Ablauf machen wir es so. Mir wurden Trades, beziehungsweise uns beiden ja Trades eingeschickt. Das heißt, ich nehme einen Trade davon, bespreche diesen und wir gehen ein bisschen in die Randthemen raus. Mhm. Genauso beim Jochen. Und dann haben wir immer so, hat sich es eigentlich so eingebürgert, dann immer noch so ein Thema, wo wir sagen, lasst uns da mal ein bisschen drauf rumphilosophieren, genau. Was jetzt nicht per se mit Trading, als nicht mit einem konkreten Trade zu tun hat, aber natürlich mit dem Trading. Und so ist es heute auch. Der Jochen hatte da eine interessante Frage. Ja. Auf die können wir dann gemeinsam im Chat auch ein kleines bisschen eingehen. So, fange ich einfach mal an. Ich muss mich ein bisschen erstmal warm reden, ansonsten läuft das hier bei mir auch immer nicht. Ich lasse dir den Vortritt. Vier Wochen, acht Wochen hatten wir jetzt kein Webinar, Jochen. Na du ja sowieso. Ja, also, ich hab ja jede Woche, habe ich ja. Also, ja, okay. Soll ich anfangen? Komm, ich habe es jetzt einmal auf. Komm, da haben wir es da. Komm, Burschi, ran. So, dann tue ich mal den Chat beiseite. Und zwar folgendes. Das hier wurde uns vom Markus eingehandelt. Das ist ein Trade, zwei Trades, die abends gemacht worden sind und stellenweise sogar in der Nacht. Die Begründung für die Nacht ist, dass er in einem, was hier ist, es steht, im Klinikum arbeitet, was immer er im Detail macht. Vielleicht ist er Arzt, vielleicht ist er Krankenschwester, ich weiß nicht, auf der Stelle, auf alle Fälle. Schönen Dank für die Einsendung, nur das mit der Begründung. So. Was ihm wichtig war, waren zwei Fragen, die ich interessant war. Warum? Achtung, es gibt viele Trades, die dem Jochen und mir eingesandt worden sind. Wir tun die jetzt nach keinerlei Kriterium irgendwie aussortieren und hin und wieder, sondern oftmals tun sich ja die Trades mit ihrem Inhalt oder mit ihren Themen, die gefragt sind, auch ein bisschen ähneln auch. Ja, von daher immer nicht übel nehmen, wenn wir nicht alle Trades hier immer einblenden können. Hier fand ich ihn aber dahingehend ganz interessant, weil sich das mit der ein oder anderen Einreichung oder wie sagt man Einreichung, klingt total doof, Einsendung. Ein bisschen deckt. Nämlich, er hatte die Frage, dieser Trade selber, ich erkläre Ihnen gleich zwei Sätze dazu, ich habe das oben immer nur so kurz zusammengefasst, nämlich die Frage, welche Trendlinien sind denn besser? Flache oder steigende? Ich finde das deswegen ganz interessant, weil Trendlinien und er stellt ja unten die Frage, Markttechnik oftmals so scheinbar zwei Themen sind, die da so fernab miteinander rumkullern. Nichtsdestotrotz aber dahingehend sehr interessante Themen sind, weil ja Trendlinien etwas ist, was jeder von uns in irgendeiner Form ja doch benutzt oder eben auch nicht benutzt oder benutzen sollte. Ich will zwei Sätze halt einfach dazu sagen. So, jetzt muss ich nur eins machen, das habe ich nämlich vergessen, ganz kurz mal. Ich muss erstmal mein super Zeichenwerkzeug einblenden. Das habe ich nämlich alles hier, das war heute alles ein bisschen hektisch. Sekunde mal. Wo habe ich denn das? Sekunde, hier, ich muss meinen Mac hier kurz rumsaugen. Geht es dir auch so, dass du eben im Sonntagsmodus bist und dann plötzlich wird die Zeit knapp, ne? Ja, ja. Völlig durcheinander. Wartet mal ganz kurz. Ich habe so ein super Zeichenwerkzeug. Ich weiß jetzt nur nicht, welche App das hier war. Sekunde mal. Dann kann ich nämlich sehr schön auf den Folien rumeiern. Kannst du auch über Zoom zur Not? Du magst es ja nicht so. Mit dem Mac ewig nicht. Ich vergesse es immer. Ja, okay. Mac und das ist alles nicht, was die so wollen. So, wollen wir mal gucken. Alles klar. An der Stelle, während der Micha... Jetzt bin ich glücklich. So, also, jetzt lasst uns gemeinsam den Trade mal anschauen. Ich habe ihn im Großen und Ganzen jetzt von der Beschreibung halt hier mit im Kopf. Ich kann jetzt hier ein bisschen rummachen. Also es geht ums Öl. Das ist nicht weiter relevant im Großen und Ganzen. Und wir sind auf einer ziemlich kleinen Zeiteinheit unterwegs. Im Großen und Ganzen jetzt auch nicht weiter relevant. Was wichtig ist, ist, dieser Händler jetzt hier, Markus, wollte Trendhandel machen. Am Ende haben wir also zwei Trades. Der erste Trade ist hier jetzt auf Folie drauf. Ich bin gleich wieder da. Zwei Minuten. Ich bin gleich wieder da. So, der ist auf Folie hier drauf. Wir gucken uns den Trade selber erstmal an. Das, was wir hier haben, ist ja der reine Screenshot, den wir zugeschickt bekommen haben. Mehr habe ich jetzt nicht zur Hand. Wir gucken aber dann nochmal auf die Märkte direkt drauf, weil vielleicht hätte man jetzt links und rechts noch ein bisschen eine höhere Zeiteinheit mitbringen können. Ich habe sie dann aber für uns noch mit hinzugefügt, im Sinne, dass wir dann auf den Live-Markt drauf schauen. So, was dem Markus interessant war, war, dass er sagt, guck mal, hier ist doch ein Aufwärtstrend und hat sich hier in die Korrektur reingekauft. So, soweit erstmal okay. Wir sind auf der reinen Signallage an der Stelle. Und den Trade hat er beendet an der Stelle hier oben hat er auch den Pfeil mit rein. Das heißt, wir sind hier rein und sind hier raus und das Ganze hat halt eben den Abend stattgefunden. So, das Ganze im Öl, das können wir streichen, das ist nicht weiter relevant im Großen und Ganzen, weil es ja um andere Themen geht. Wir sind auf einer kleinen Zeiteinheit, okay, und es geht um den Trendhandel, soweit okay.
Der Trendhandel selbst wiederum, Achtung, gibt es ja nun verschiedenste Herangehensweisen, in dem, also ganz verschiedene, also richtig viele. Ja. In unserem Fall ist eben dieses Kriterium 1 von diesen Merkmalen, er handelt eben nicht im Punkt 2, das war ihm jetzt hier überhaupt nicht wichtig, sondern er hat aus der Korrektur heraus gehandelt. Okay, das war also hier unten der Einstieg und den wiederum hat er jetzt hier unten an dem letzten Punkt 3 auch gestoppt, weil hier die Frage schon kam, wollte ich auch gleich noch mit sagen. Und dann war ihm aber wichtig, das heißt, in diesem ganzen Trendhandel war ihm als zweites halt mit wichtig, dass er sagt, losgelöst von der Markttechnik gibt es doch noch das ganze Thema Trendlinien. So, ich bin ja immer einer, ich muss da ein bisschen rummalen, sonst kriege ich das hier so gedanklich, da fällt es mir einfacher. So, das sind scheinbar zwei völlig getrennte Themen, wo seine Frage jetzt war, gibt es denn hier drin überhaupt eine Schnittmenge, gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks, so wie er gefragt hat und vor allen Dingen, was ist besser? In dem Fall jetzt eine steigende oder eine flache oder keine Ahnung oder eine Trendlinie. Also, wie ist der Winkel im Wesentlichen? Gut. Wollen wir erstmal ein paar Sachen generell zu dem Dreh sagen, losgelöst von der Trendlinie. In dem Fall, da er die Trendlinie dann als fortlaufenden Stopp ja auch genommen hat, ein kleines bisschen, das Detail weiß ich jetzt nicht, das war jetzt auch nicht so im Detail beschrieben. Gehen wir mal aber davon aus, weil sonst wäre er möglicherweise nicht hier ausgestoppt worden oder raus, sondern möglicherweise erst hier, beziehungsweise bei einem möglichen Gegensignal dann irgendwann hier in der Nacht. Gehen wir mal davon aus, dass er dann eben die Trendlinie plus den Punkt 3 und das irgendwie in so eine Abwechslung, wie auch immer, welcher Stopp dann halt schneller war, einfach mitgenommen hat. Frage in die Runde erstmal generell, Trendlinien aus eurer Sicht etwas, wir haben das hier auch als Umfrage mal nachher noch später gemacht, etwas, wo man sagt, das ist ein interessantes Thema, weil, Achtung, das Thema Trendlinien ja völlig losgelöst von der Markttechnik uns ja permanent, selbst im Auge, ja permanent, so gesehen immer begegnet, weil anders wie ein Indikator, wenn er denn so und so kompliziert ist und ich ihn nicht einblende, ich ihm dann auch gedanklich schlecht folgen kann, so ist es doch bei Trendlinien nicht der Fall, weil Trendlinien, ich mache jetzt irgendwas, die kann ich irgendwie immer, gerade die war nur die falsche, die kann ich hier immer irgendwie einzeichnen, ob die richtig, ob die falsch ist, ist mal eine ganz andere Baustelle, aber ich kann irgendwie immer irgendwelche Linien einzeichnen. Und selbst wenn ich sie nicht mit der Maus einzeichne, so begegnen sie mir doch, anders wie der Indikator, irgendwie immer mit dem Auge. Das heißt, ich wäre irgendwie immer so ein bisschen mit konfrontiert. So, welche Linien sind also die besseren? Die flachen oder die steigenden? Frage an euch. Ist diese Frage gut? Ist die Frage schlecht? Könnte man die Frage vielleicht besser oder anders formulieren? Ich fand die Frage deswegen interessant, weil weniger da hinten die Frage flache oder steigende, sondern die Frage war, welche ist die bessere? Welche ist die bessere? Das fand ich mitunter ganz interessant, weil gibt es denn die bessere Trendlinie? Ist denn das überhaupt möglich? Oder ist vielleicht die Frage ein bisschen anders zu stellen? Frage erstmal in die Runde. Gibt es bei euch irgendwas, wo ihr sagt, Trendlinie, die Frage, welche ist die bessere Trendlinie, flache oder steigende? Könnte man die Frage anders formulieren, damit wir ein bisschen besser einfach am Ende dann thematisch auch vorwärts kommen? Welche ist die relevantere? Im Sinne von mehreren sehen Sie, richtig? Genau. Überleg nochmal. Also die Frage, Jochen, jetzt auch an dich, also beziehungsweise du kennst ja das jetzt hier, du warst ja mit, wir haben ja die Fragen raus, wo ich gerade stehen geblieben ist. Also die zweite Frage, also die Unterfrage so gesehen, war ja jetzt von Markus, was ist besser, steigend oder flachende? Oder die steigende oder eine flachere? Ich selber wiederum lege aber eigentlich bei seiner Frage Wert auf was anderes, nämlich, dass er den Fokus darauf stellte, mit dieser Frage eingangs, welche ist die bessere? Kann man das Wort bessere bei Trendlinien überhaupt ziehen? Ich möchte ganz kurz, bevor ich diesen Trade, bevor wir das jetzt hier weitergehen, lasst uns mal auf einen Chart einfach drauf gehen. Ich blende mal hier jetzt einen Chart. Achso, ich muss das alles wegmachen. Lasst uns mal hier auf einen Chart, Moment, wie mache ich das? So. Bitcoin hat Jochen, hier für einen perfekten, ja, sieht man. Bitcoin hat einen perfekten Chart. Irgendwas hier drauf, keine Ahnung. Ja. Lasst uns mal, lasst uns doch einfach mal in das Öl reingehen, was er hat. Weil ich weiß jetzt nicht, was hat er gehabt? Was habe ich jetzt hier? Brennt? WTI, ne, brennt. Ist ja auch scheißegal, was er hatte. Lasst uns kurz diesen Trade hier mal raussuchen. Das, gut, das sind jetzt hier meine Zeichnungen, die muss ich mal rausmachen. So, lasst uns mal den Trade raussuchen.
Warte, ich muss jetzt hier mal in meiner Aufzeichnung gucken. Der 30. war es, glaube ich. Wartet mal ganz kurz, ich muss noch mal in die Folien gucken, wann das war. 31. 31. So, lasst uns den Dreh hier mal gemeinsam raussuchen. 31. hier. 31. Hier sind wir irgendwo zu Hause. 15 Minuten. So. Das ist das, was uns er nicht mitgeschickt hat. Und jetzt können wir den Trade einfach im Detail halt mal angehen. Wir haben ihn ja gesehen, da rein, da raus. Moment, hier hinten muss er zu Hause sein. Hier irgendwo, hier zwischendrin ist er irgendwo zu Hause. Oh, was ist denn heute nicht los mit der Maus? Komm, bleib mal jetzt hier. Es ist halt Zoom und Mac und Maus. Das hat noch nicht funktioniert. Ich kann dir das noch nicht sagen, warum. Gell? Weil das ist ein einziger Kraus. Das ist stimmt. Ich kann es dir nicht sagen, was da los ist. So, hier. Egal, hier hinten drin ist er. So, jetzt nehme ich hier wieder mein Zeichentool und dann geht's los. So, hier hinten drin, irgendwo im Detail, hier drin ist dieser eine Trade, der zweite kommt hier nach einem Angang nochmal. So, das heißt also erstmal Nummer eins, Markus, ganz kurz, bevor wir das Thema Trendlinie darauf eingehen, wo du darauf hineingehst, dürfen wir ja eins nicht vergessen, bei allen Fragen, steigend oder flache Trendlinien, nur mal zu dem Trade ganz kurz, du bist ja hier auf der Long-Seite unterwegs gewesen und das wiederum im Trendhandel. So, und hast die Trendlinie selbst als Unterstützung genommen. Ja, soweit ja okay, nur wir dürfen ja eins nicht vergessen, wie sieht denn die Großwetterlage aus? Und hier, auch wenn dieser Trade mit, ich weiß jetzt nicht wie viel, ich weiß nicht, ich glaube waren es 50 Cent oder irgendwas oder Dollar, also 50, vorne. Nichtsdestotrotz dürfen wir mal eins nicht vergessen, der Markt sah so aus. Das hier hinten konnten wir jetzt natürlich noch nicht wissen, weil da war ja der Trade noch am Laufen. Aber im Wesentlichen mussten wir erstmal davon ausgehen, dass wir, wenn wir es ein bisschen zusammenschieben, ja irgendeine Großwetterlage vor uns haben. Und diese Großwetterlage war jetzt nun nicht, wir gucken es gleich nochmal im Gesamtbild an, so aus, als dass das eine stimmige auf der Long-Seite gewesen wäre, weil wir hatten ein was, wir hatten hier hinten, das war eine 3, wir hatten überhaupt keine Großwetterlage mehr. Das heißt, das Großwetterlage, die hatte nicht nur keine, also nicht nur irgendeine Phase, sondern sie hatte gar keine Phase. Wir tun es uns kurz mal zusammenschieben. Hier sieht man das. Der Trade hat hier drinnen stattgefunden, hier nochmal, auch für die Teilnehmer, hier hinten drinnen. Das Detail habe ich jetzt nicht. Nichtsdestotrotz hatten wir ja, was im Wesentlichen jetzt hier war, irgendwie einen Aufwärtstrend. Den hatten wir bis hierher gehabt. Genau. Und der ist hier Schluss. Das heißt, wir sind hier im Niemandsland zu Hause und hier zieht sich erst wieder eine Großwetterlage auf, wissentlich, dass er ja hier drinnen die Kleinen gehandelt hat. Hier drinnen das Untergeordnete. Das heißt, dieser Trade, wenn auch positiv, war er dennoch fachlich jetzt nicht unbedingt in eine, naja, ich würde ihn jetzt nicht aufs höchste Podium stellen, einfach dem geschuldet, weil wir eben mal gar keine Großwetterlage hatten. Das heißt, nur weil ich eine Trendlinie ziehe, ob ich die jetzt richtig, ob ich die falsch ziehe, wie auch immer, sie entbindet mich nicht von der Pflicht, nach einer Großwetterlage zu suchen. Das Thema Trendhandel und Großwetterlage beißt sich also erstmal an der Stelle überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich möchte ja wissen, dass wenn es bei einem Durchbruch durch eine Großwetterlage kommt oder eben wenn eine Trendlinie nicht durchgebrochen, sondern hält, dass das, was ich anvisiere, die Richtung, in dem Fall Long, irgendwie auch übergeordnet stimmig ist. Das ist es in diesem Fall halt nicht. Das heißt also, die Grundidee hier drinne jetzt einen Trend zu handeln, wenn er auch positiv gesehen aus der Korrektur heraus gehandelt ist, hat ja dennoch zur Folge gehabt, dass er weite Stops hat und diese Stops, wenn auch mit der Trendlinie gesehen, eher träge unterwegs sind. Und dieses beide träge und weit, das beißt sich mit einer nicht vorhandenen Großwetterlage fachlich sehr. Das vielleicht mal ganz kurz dazu. Das vielleicht ganz kurz dazu. Jetzt zu seiner Frage Trendlinien generell. Jochen, vielleicht Frage erstmal an dich, Trendlinien, wie siehst du das im Markt? Also Trendlinien nütze ich nur zum Bruch. Also ich mache nur Trades, wo ich Trendlinien entdecke, weil ich sage, jetzt weiß ich, wo die kommen, die long gehen wollen. Und an der Stelle versuche ich Short durchzukommen. Ich hätte sogar ein aktuelles Beispiel hier in Bitcoin, habe ich exakt so einen Trade gemacht in die Short-Richtung, weil der Aufwärtstrend, der da zu sehen ist, nur die Korrektur. Und die Trendlinie war so schön zu sehen. Kann ich kurz auf meinen Bildschirm rübergehen? Geht das? Warte mal, dann bricht es bei mir alles weg. Können wir das nachher noch hinzufügen, Jochen? Okay. Du müsstest mich zum Host... Dann ist meine ganze Einstellung, wenn ich hier weiterzeichne, alles hinüber nachher. Wirklich? Ja, warte mal. Eigentlich zeigt sie nur unseren Bildschirm. Warte. Ich muss gucken. Was muss ich jetzt machen eigentlich?
bei Teilnehmern musst du Ach mich so. zum Co-Host machen, weil ich kann den Bildschirm gerade nicht übernehmen. Das müsste Warte, 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 freigeschalten warte, was? werden. Ach so, jetzt hier, jetzt. Ja. Nein, das geht wieder nicht, weil, warum geht's nicht? Du gehst auf Teilnehmer oder sprich, du müsstest mich sehen in der Teilnehmerliste und dann machst du mich zum Co-Host. Aber deine Ach, Dinge bleiben ich weiß, erhalten. warum es. So, ganz kurz. Also die Frage ist jetzt generell erstmal. Moment. Ah, hier, jetzt ist so. Oh Gott, das, ich muss mich erst wieder reindenken in das Ja, Ganze. ist lang Mensch. her. Ist lang Ja, so jetzt. her. Ja. Warte mal, So. nur Host kann freigeben. Also, Ah, zu shit. Markus, zu dem Trade, mal generell, dass die Großwetterlage nicht stimmig war, ist mal das eine. Worum es jetzt generell, also geht generell erstmal Trendlinie. Lasst uns mal zwei Sätze dazu sagen. Ich lasse mal dem Jochen den Vortritt und sage dann Okay. auch gern ein paar Sachen dazu. So, das müsste jetzt hier gehen. Achtung, nur der Host kann freigeben. Genau. Also deins bleibt erhalten, Micha. In dem So. Moment, ihr müsstet jetzt hier einen Chart sehen. Ein Ja. Speedcoin-Chart auf dem Daily Chart. Und bei mir ist es so, ich arbeite mit Trendlinien nicht zur Orientierung. Warum? Ich habe doch die Hoch-Tief-Abfolge. Die habe ich doch. Also wenn ich zum Beispiel so einen Trend nach oben handeln würde, gehört mir links und rechts eine geschlagen, weil meine Großwetterlage ist nämlich die. Das heißt, es ist eine große Korrektur, die hier stattfindet. Und hier ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass der Markt wieder in die Trendrichtung eindreht. Und dann ist bei mir so, einige haben es im Chat geschrieben, es gibt ja die flachen Trendlinien oder es gibt der 45-Grad-Winkel-Trend, der perfekt gestaltet ist aus der technischen Analyse. Und dann gibt es aber die flacheren und die steileren. Ich achte auf das nicht. Ich gehe über die Trendgrößen. Ich gehe rein über den Trend. Ich brauche eine Linie drunter malen. Ich sehe das auch so. Nur bei so einer schönen Geschichte ist ganz klar, dass die Stelle, wenn das Ding wieder in den Trend geht, schaut euch die Bewegung an, die habe ich mitnehmen können. Ja, da bin ich ganz glücklich und stolz drum. Darum geht es mir. Also Trendlinien beobachte ich, wo sie brechen könnten. Und da versuche ich Trades zu machen, aus der Korrektur eines bestehenden Trendes in der Großwetterlage, dass ich dann reinkomme. So benutze ich Trendlinien. Und was mir an Trendlinien generell nicht gefällt, ist ähnlich wie bei Indikatoren. Und Leute, ihr wisst, ich mache da jetzt nichts runter oder so. Es hat alles seine Berechtigung im Börsenhandel. Ich mag die Fächer nicht. Weil welche ist denn jetzt, ja? Welche ist denn jetzt die richtige? Deswegen, ich bleibe bei den Trendgrößen. Zeitanhalten sind für mich eh wurscht. Dahingehend, warte mal, ich muss es nochmal hier zeichnen. Ich mag also die Auffächerei nicht. Ich mag das nicht. Weil, schaut mal, ne? Oh, jetzt muss es aber long gehen, da unten. Nee, ich habe hier einen Aufwärtstrend, der ist nicht mehr intakt, der ist gebrochen. Da muss gar nichts mehr aufwärts gehen. Außerdem habe ich von der Großwetterlage einen Abwärtstrend. Was bringen mir dann die Fächer? Ja, ich mache eines, mache ich halt, ich mache horizontale Linien, aber nur, wenn ich auf die kleineren Zeiteinheiten gehe, dass ich, wenn ich links nicht sehen kann, dass da ein großes Hoch liegt, dann wird es optisch für mich eben durch eine horizontale Linie angezeigt. Der Rest spare ich mir. Mal wieder. Also ich arbeite halt sehr puristisch. Nochmal, nichts gegen Trendlinien, aber ich benutze die von der Gegenseite. Es gibt auch viele Händler, die deswegen bei Fibonacci-Levels extrem nochmal dagegen kommen, weil sie genau wissen, da kommen viele Käufer rein. Okay, also das ist jetzt mein Senf zur Trendlinie und ich gebe an dich zurück, beziehungsweise du nimmst dir wieder deinen Bildschirm, Micha. Ich nehme den wieder. Genau auf der unteren Leiste Ah ja. das Grüne. Bildschirm freigeben. Nee, die Genau. Freigabe ist deaktiviert. Du musst mir das jetzt irgendwie wiedergeben. Oh, okay, warte. Warte, warte. So. Oh, jetzt kriegen wir. Also, es ist für uns jetzt eine Weile erst wieder das erste Mal. Wir müssen uns mal wieder reindenken kurz, aber danach geht es zügig und flüssig durch. Ich benutze ja Zoom regelmäßig. Eigentlich dürfte es gar kein Problem sein, aber ich kriege gerade nicht das Teilnehmerfenster Der hier. Host hat die Freigabe. Du musst mich, glaube ich, erst in der Teilnehmerliste zum Host machen. Ja, genau. Ich sehe aber die Teilnehmer. Doch, hier habe ich sie. Host Ja, zurückfordern. alles klar, alles klar. Warte, warte. Wo ist er? Fixieren, Vogel. Host erstellen, genau. Ich mache dich zum Host und du hast wieder deinen Bildschirm. So, also, jetzt, so, da sind wir zu Hause. Einverstanden? Jawohl. So, jetzt, mein Zeichenwerkzeug und dann geht's los. So, wollen wir mal überlegen. Folgendes: Wir haben also hier auf der einen Seite das Thema Trendlinien. Ich tue das mal mit TL abkürzen und hier drüben das Thema Markttechnik. Tun wir mal hier drüben abkürzen. So, Trendlinien ist was Interessantes aus meiner Sicht. Deswegen auch die Frage, weil wir können Trendlinien mal so gesehen, ich tue es mal nur zum Erklären, mal ganz kurz teilen. Weil nämlich auf der einen Seite ist bei Trendlinien die Fehlerquelle
Jetzt Achtung, die Fehlerquelle zum reinen Zeichnen von zwei Punkten, die ist aus meiner Sicht null. Ja. Fehlerquelle null. Ich kann immer zwei Punkte miteinander verbinden. Ich glaube, da müssen wir nicht weiter erklären. Zwei Punkte miteinander verbinden ist überhaupt kein Problem. Fertig ist die Trendlinie. Das Wesentliche ist also etwas anderes, nämlich nicht die Frage, ist diese Trendlinie richtig oder falsch? Jede Trendlinie, die du einzeichnen wirst, wird rein vom rein haptischen Tun richtig sein. Die weit interessantere Frage wäre, ob diese auch signifikant ist. So, das ist aus meiner Sicht das große Thema. So, wir sind immer noch nicht im Thema Markttechnik drin, wir sind nur hier drin, ob die signifikant ist. Und dann kann es sein, dass die Trendlinie, die ich hier reinmale, ich habe es jetzt hier nicht, irgendwie scheinbar, ich mache das jetzt grob, ich mache das jetzt hier nicht mit einem Lineal, gell, weil ich habe das, müsste ich hier wieder tausendmal ummachen, dass die hier vielleicht eine andere Signifikanz hat, weil eben mehrfach bestätigt, der eine oder andere ist das ja völlig klar, etwas anderes ist, wie dass ich sage, keine Ahnung, wo habe ich denn jetzt mal eine, wo ich sage, keine Ahnung, habe ich jetzt mal irgendeine richtig doofe, die hier, na gut, die ist ja noch gar nicht da, keine Ahnung, irgendwie diese Nummer hier, man kann nicht gerade malen mit der Maus. So, ihr wisst schon, hier, irgendwie diese zwei Punkte miteinander verbunden. Können wir mit einer Maus eine gerade Linie malen? Das sind aber Trendlinien. Die Zeichnerin, die macht hier eine gerade Linie mit einem Bleistift, das ist der Wahnsinn, gell? Kannst du gucken, ob dein Lineal gerade ist. Aber ich kriege es jetzt hier so irgendwie hin. So, das heißt also, es gibt Trendlinien, die wurden halt im Wesentlichen zweimal bestätigt, okay, und kein drittes Mal. Hier passiert einfach nichts mehr und es gibt Trendlinien eben, wie gesagt, da kannst du gucken eben, ob dein Lineal gerade ist. So gut, das heißt, letzteres ist signifikant. Und hier dazwischen aber, gibt es aber leider etwas hier zwischendrin, was die Fehlerquelle ist, aus meiner Sicht, ganz grob nur angesprochen. Hier zwischendrin gibt es eine Fehlerquelle und die nennt sich eben Kreativität. Kreativität. Und die Kreativität im Umgang mit der Tattechnik ist ziemlich schwierig. Wir hatten ja jetzt im Sommer hier auch das große Seminar gehabt, da war das ein wesentliches Thema auch, weil das ist wiederum die Fehler, die auch in der Markttechnik ein großes Thema, die Kreativität. Nämlich, dass ich der Meinung bin, aufgrund, weil es so einfach ist, zwei Punkte zu ziehen, ich jetzt hier irgendeine geheime kleine Trendlinie reinmale, die hoffentlich der Jochen noch nicht gesehen hat. Damit ich der Erste bin. Hoffentlich der Erste bin. Die war so geheim, die Trendlinie, die darf ich gar nicht sagen, nicht zeigen, nicht äußern, nicht da, also im Grunde gar nichts. Ich muss verschweigen. Nur jetzt kann es was sein, dass das, was ich an der Trendlinie erwarte, und was kann ich denn an einer Trendlinie erwarten? Entweder, dass es eben weitergeht oder eben, dass es durchgeht. Man hat es ja nur eben nicht. Dass genau das eben nicht passiert, weil ich der Einzigste bin, der sie eingezeichnet hat. Und zwischen dieser Einfachheit, die eine Trendlinie in ihrer Zeichnung nun mal nicht nur suggeriert, sondern es ist ja nun mal stinkeinfach, es ist ja einfach so. Und dieser Kreativität dazwischen lässt sehr viel Spielraum, dass da hinten die Signifikanz nach hinten flöten geht. So, wenn ich aber die Signifikanz ein bisschen verstanden habe und die Signifikanz, die kann ich nicht kreativ her, also entweder die Linie wurde fünfmal bestätigt, was sie jetzt hier vielleicht ist oder vielleicht, also hier einfach Beispiel, ja, wir nehmen das nur mal als Beispiel, die wurde 6-7 Mal, was auch ich, es gibt Trendlinien, da kannst du gucken, dass das 10-mal gehalten hat einfach, dann kann ich diese nicht ignorieren. Ob ich nachher, weil die Signifikanz gegeben ist, es in die Markttechnik ziehe, ist nochmal eine ganz andere Baustelle, nur was ich nicht drüber ziehen kann, ist die Kreativität, sondern wenn ich etwas rüberziehen kann, ist es nur die Signifikanz in die Markttechnik. Frage erstmal bis hierher, kann der eine oder andere mir folgen? Ich muss immer erstmal ein bisschen fragen. Es wird schon gefragt, ob man die Bilder, die du machst, auch versteigern kann, also sprich, dass man sie erwerben kann in einer Auktion. Ja, auf eBay. Ja. Jochen, jetzt kann ich gerade, sehe es nicht, den Chat, den kann ich nicht. Okay, wir haben viele Ja's. Okay, also man kann ein bisschen nachziehen. Okay. Ja. Also Markttechnik und Trendlinien sind nicht zwei völlig voneinander getrennte Sonne und Mond, ja, sondern es gibt eine Schnittmenge. Aber diese Schnittmenge ist nicht die Einfachheit und das ist die Kreativität, sondern die Signifikanz. Nebenbei bemerkt, ist der ein oder andere, der sich mit der Markttechnik gut auskennt, erkennt das ja auch. Ein Punkt 2 zu finden, also ich glaube, die Übungsphase, lass das eine Stunde sein. Also dann, glaube ich, wird jeder, der irgendwie ab erste Klasse drunter auch, einen Punkt 2 von einem Punkt 3 unterscheiden können.
Das ist nicht das Problem, die Einfachheit, sondern die Frage ist die Signifikanz, das hier hinten. So, und die Signifikanz selbst wiederum hat unter anderem ihre Bedeutung in wie oft wurde sie halt bestätigt. Diese Bestätigung selbst wiederum, dass die nochmal mit der Großwetterlage oben drüber nochmal ihre Bedeutung bekommen, ist ja mal eine andere Nummer. Da haben wir ja schon gesagt, war ein Fehler jetzt in der Geschichte. Jetzt zurück, dass wir das mal auf die Markttechnik ziehen. Jetzt muss ich das hier mal alles löschen. Und fangen nochmal an. Also wir haben hier hinten das Thema Trendlinien, haben wir gesagt, die Signifikanz und jetzt hier die Schnittmenge zur Markttechnik. So, machen wir es mal so. Die Schnittmenge zur Markttechnik. Und das ist dann auch die Frage. So, das heißt also auf die Frage von Markus, ob das Ding flach, steil oder gerade ist, ist im Grunde ja erstmal gar nicht relevant, weil stell dir vor, sie ist schön steil, aber sie wurde nur einmal bestätigt oder sie ist ziemlich flach, wurde aber mehrfach bestätigt, dann wäre die hier die relevantere. Genauso kann ich das Spiel jetzt wechseln, indem ich sage, die hier oben wurde ganz oft bestätigt und die da unten nur einmal. Das heißt also, die Signifikanz hat ja eine höhere Bedeutung wie der Winkel. Wenn der Winkel jetzt noch mit der Signifikanz einhergeht, na umso besser. Aber wenn ich die flach oder steigend ohne Signifikanz beantworten soll, lieber Markus, kann ich nicht, werde ich auch nicht machen. Das wäre irreführend. Deswegen die Frage sehr schön. Weil ich sie dir nicht beantworten kann, sondern nur den vorderen Teil beantworten möchte, nämlich welche ist besser oder schlechter im Sinne. So, zur Markttechnik. Wie sieht es jetzt aus? Die Markttechnik selber mit ihren 1, 2, 3, Großwetterlagen und so weiter, dürfen wir ja nicht vergessen, wo wir sagen, wow, deswegen ist ja Trendlinien dennoch da. Will also heißen, für den einen oder anderen sind die Trendlinien sehr schön als Hilfsmittel zu sehen, beziehungsweise noch als Bonus obendrauf. Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben hier den letzten Punkt 3. Hier oben wäre der Trend gebrochen. Zeitgleich geht hier ein kleiner Trend aber rauf. Ähnlich wie dieser, nicht Golddreht, was war es? Öldreht von eben, von Markus. Ja, ja. Es gibt jetzt also den einen oder anderen, der die Trendlinie nimmt und der sagt, guck mal, hier ist es aber gebrochen. Oder wäre es gebrochen, beispielsweise. Der eine oder andere, der dann aber sagt, Moment mal, es wäre schön angenommen, die Trendlinie saust jetzt hier noch runter an der Stelle und prickst hier runter, dann würde aus dem Thema Markttechnik heraus zum Beispiel das Thema Korrektur etwas sein, wo man sagt, schön, die Korrektur handle ich ja grundsätzlich, nur dieser Trade sogar kriegt ja noch seinen, ich nenne es vorsichtshalber mal Bonus dahingehend, dass die Korrektur nun noch an einer Trendlinie hängt. Genau. Man würde ihn aber mitunter auch wann machen, wenn der Markt halt oben drüber halt geht. Da würde man ihn mitunter auch noch vielleicht starten. Ja. Das heißt, man würde ihn nicht prinzipiell auslassen, nur weil wir über die Trendlinie halt drüber sind. So, und an dieser Stelle muss man schauen, und das ist die wesentliche Frage, was ist für mich jetzt wertiger? Für den Charttechniker wird die Trendlinie wertiger sein, dennoch wird er wissen, was ein Punkt 2 und 3 ist und das wird ineinander stimmig sein. Für den Markttechniker wäre es so, dass er die Trendlinie nicht ignoriert, sie aber als Bonus mitunter einfach mit einhernimmt. Jochen? Ja, ja. Das ist das Thema eigentlich, was ich vorhin vergessen hatte, warum ich es eins gelassen habe, weil der Trend definiert sich über die Hoch-Tief-Abfolge, nicht über die Linie. Das ist meine Definition, weil du hörst es oft von Leuten, die sagen, oh, guck mal, die Trendlinie ist überschritten, der Trend ist nicht mehr intakt. Und das ist ein Paradebeispiel, sorry, bei dir, dass der Abwärtstrend von oben voll intakt ist, auch wenn die Linie überschritten werden würde. Also das ist einer der Gründe, warum ich die Linien weggelassen habe. Aber jeder erkennt ja im Markt, wenn so, sag ich mal, Orderhäufungspunkte entstehen, nichts anderes ist es ja, dass ich die visualisiere. Und wie der Micha sagt, dann könnte man das wirklich als Bonus sehen. Also zum Beispiel bei dem Ding würde ich jetzt nicht auf den Bruch der Trendlinie gehen, wenn ich sie eingezeichnet hätte, sondern ich würde eher versuchen, wieder in die neue Abwärtstrendbewegung reinzukommen, die da wahrscheinlicher ist. So. Genau. Und jetzt in diesen Gedanken schlüssig zu kriegen. Also wir haben die Trendlinie, Thema hier, wir haben die Markttechnik, Thema da. Das Thema Signifikanz, das ist das Thema, was die Schnittmenge hierher gibt. Aber diese Schnittmenge selbst, die könnte ich jetzt nochmal, was ich nicht genau kann, unterteilen. Warum? Aus meiner Sicht, weil es ist ein Unterschied, ob ich dem Thema Markttechnik und Trendlinie jetzt in Kombination begegne, wenn ich einen Trade habe, also der ist schon offen, ja, oder aber eben, ich bin noch flat. Warum? Weil, stellt euch Folgendes vor, du hast jetzt hier beispielsweise, warum auch immer, bist du an der 2 rein oder aus der Korrektur, natürlich irgendwie immer schöner, gell? Und jetzt der Markt läuft und läuft, jetzt hast du so einen Bewegungsast hier runter, irgendein Thema als Beispiel. Dann ist es für denjenigen, der Trade, also ein Trade offen hat,
sehr, sehr hilfreich, mal mitunter Trendlinien irgendwo zu sehen oder zu suchen. Und wenn du siehst, dass der Markt jetzt hier schon 3, 4, 7, 8 Mal aufgeschlagen hat, dann jetzt kommt er hier runter, dass man anfängt, Trendlinien vielleicht eben nicht als Einstieg zu nehmen, weil du bist ja schon drin, sondern auch zu sagen, das sind mitunter vielleicht interessante, weil sie gerade vor einem voraus sind. Mhm. Und dieses nicht kreativ gezogen, 2 Punkte, sondern eben, weil das eine signifikante ist, zu sagen, das ist ein Kursziel. Mhm. Ein Target, ein Kurs. Ich mag immer die Kursziel-Abkürzung nicht KAT. Das ist immer KZ, das ist irgendwie oh, yeah. Ja, ich weiß auch nicht. Kursziel. Oh, Micha. So, Kursziel. Das heißt, eine Trendlinie als Kursziel zu nehmen, nach unten wie nach oben, je nachdem, was es dann halt ist, das ist mitunter sehr, sehr hilfreich. Aber sie muss auch signifikant sein, weil irgendwie 2 Linien zu verbinden und zu sagen, hier ist Schluss, das bringt mir nichts, weil dann würde ich meinen Trade auch hier oben schon schließen können, weil ich finde immer 2 Punkte, die ich an jeder Stelle irgendwie miteinander verbinden kann. So, und das andere ist, wie gesagt, wenn ich flat bin, mitunter zu sagen, schau mal, man hat hier zum Beispiel, und das fand ich positiv in dem Trade von Markus, man hat die Idee, aus der Korrektur heraus zu handeln und interessanterweise haut es halt genau mit dieser Trendlinie unten halt hin. Mhm. Wo man sagt, guck mal, die habe ich dann noch als Bonus obendrauf. Das ist das, was ich hier meinte, als Bonus obendrauf, wo man sagt, die kann ich hier noch mit reinmachen. Ich selber ein Hinweis, ich bin, was die Trendlinie betrifft, wirklich muss ich auch immer aufpassen, sehr vergesslich. Ich bin da wirklich manchmal sehr vergesslich, aber ich habe mir etwas Interessantes angewöhnt. Ich habe mir wirklich was Interessantes angewöhnt, was ich gerne am Montagmorgen zum Beispiel für die Woche immer gerne mache. Ich gehe auf die verschiedenen Seiten, wo Analysen vorgestellt werden. Mhm. DAX, DAO, Euro, bla bla bla, den ganzen Kram. Und suche mir aber nur die Analysen raus, die ein Bild haben. Ich will so. Und da wiederum lese ich wirklich nicht den Text. Ich lese sie wirklich nicht. Also nicht aus. Nicht, weil jetzt hätte ich, also, ich, sonst wäre ich vom Glauben abgefallen. Nein, ich lese nicht die Texte. Also nicht, weil das gut oder schlecht oder falsch ist, sondern wo ich sage, das bringt mich einfach nur durcheinander. Deswegen, das kann gut sein und dennoch kann es mich durcheinander bringen. Mhm. Warum ich mir die Bilder gerne angucke, sind die Analysen von Tagescharts. Weil damit unter der ein oder andere und ein Blick nur, ich suche nicht sehr einen Indikator, ich suche alles nicht. Ich gucke nur mal nach den großen Trendlinien, ob die synchron sind mit meinen. Mhm. Und hin und wieder, und es ist auch morgen, wird es mit Sicherheit passieren, gibt es in den Standardmärkten, also in den Standarddingern einfach, 1, 2 Trendlinien, die ich A, Achtung, wirklich total vergessen habe oder B, in meinen Charts einfach warum auch immer rausgelöscht habe, ohne dass es mir aufgefallen ist. Mhm. Und auf diesen Tagescharts, auf den 4-Stunden-Charts, also auf den hohen Zeilen allein, diese Trendlinien, die sind ja nun, also nicht nur signifikant, sofern sie oft bestätigt worden sind, sondern sie haben ja eine lange Haltedauer im Sinne von, dass sie diese Handelswoche allemal noch drin stehen bleiben werden. Frage, kann der eine oder andere das nachvollziehen, was ich jetzt gesagt habe? Oder war das jetzt für die erste Sendung zu, keine Ahnung? Nee. Es kommt gut an. An der Stelle von meiner Seite auch kurz noch ein Hinweis. Ich sage mit keinem Wort, dass Trendlinien jetzt dumm wären oder, unnütz. Nein, das stimmt. Ich habe so 2 Sätze gelesen, wo ich gedacht habe, oh, da denkt jemand, dass ich jetzt alles Mögliche ablehne und weil ich es ablehne, ist es schlecht. Nein, sondern mein Ansatz, und ihr merkt ja, Markttechnik ist der Markttechnik, aber Micha und ich sind völlig unterschiedlich in der Art und Weise, wie wir traden. Und wie der Micha am Anfang vom Webinar gesagt hat, hier geht es nie um eine Wertung. Leute, wenn ihr das Kreuzchen-Drama rufen braucht bei Vollmond mit 6 Trendlinien, die sich auch noch kreuzen in der 5. Quadratwurzel. Und wenn das für euch passt und es nachvollziehbar ist, habt ihr alle Rechte, das so zu nutzen. Es geht hier nie darum zu sagen, ja, Trendlinien sind nichts, nur weil ich sie nicht anwende. Aber nochmal 2 Dinge von meiner Seite. A, die Trenddefinition geht bei mir nicht über die Trendlinie. Und das gestatte ich auch nicht den Leuten. Das, was ich hier oben gemalt habe, genau. Genau. Das gestatte ich auch nicht, wenn die Leute bei mir im Seminar sind oder wenn ich ein Coaching habe. Also entweder haben wir einen Trend oder wir fummeln mit Linien rum. Aber ein Trend wird durch Hochtiefabfolge definiert und nicht durch den Bruch der Trendlinie. Und der andere Part ist, man sagt ja generell, Trendlinien, Tageslinien, naja, also die horizontalen Linien. Ihr wisst, ihr könnt euch den Chart zuclustern mit 100er Linien, 1000er Linien, Pivot Lines, Kurszielen, Fibonacci. Ihr habt überall nur noch Level drin, die, wenn er wie ich nah am Markt arbeitet, das ständige Gefühl, jetzt geht der Markt nicht mehr weiter. Deswegen lasse ich den ganzen Klumpatsch weg und gehe rein über den Trend und sage, ich weiß nicht, wie weit
der Trade laufen wird, je nachdem, wie ich ihn mitstoppe. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Linien keine Berechtigungen hätten, nur muss man sie auch richtig anwenden, wofür sie einst gedacht waren. Okay, Michael, zurück zu dir. Also genau, also die Frage hier ist das eben das hier. Was ist das? Ist das, was ich hier eingezeichnet habe? Ich muss einmal, und nee, was heißt einmal? Ich muss das für mich einmal definieren. Nehme ich das oder nehme ich das als Trenddefinition? Hm. Ja oder nein? Aber ja, genau. Selbst wenn ich sie nicht als Trenddefinition nehme, kann ich eine Trendlinie aus Sicht der Markttechnik, die Schnittmenge hatten wir ja ganz grob angerissen, das sind große Themen, gell? Aber wir wollen ja ein bisschen mal über den Tellerrand hier. Möchte ich sie dennoch als Bonus nehmen, als Hilfsmittel? Ja. Gerne. Und da ist das ein eindeutiges Ja. Gell? Und der Markttechniker würde jetzt vielleicht sagen, Trendlinien, das ist im Grunde ist das okay, sie als Definition zu nehmen, aber dann müsste ich es ja konsequent machen und das möchte ich nicht. Also bleibt man vielleicht bei der Definition. Mhm. Nichtsdestotrotz nimmt man sie als Hilfsmittel mitunter ja, aber als Hilfsmittel wiederum teilt sich das auch nochmal auf. Das ist das, was ich hier gemalt habe. Bin ich als Trade oder als Flat unterwegs, also mit einem Trade oder Flat unterwegs. Das heißt, nehme ich sie als dankende Unterstützung mit wahr. Allen voran wäre hier aus dem Handel, aus der Korrektur heraus etwas, was dann oftmals kommt, oder nehme ich sie in einem laufenden Trade mit unter diese, was weiß ich, nach unten jetzt gesehen auf der Short-Seite, wo man sagt, wow, da unten fliegen wir jetzt voll auf eine Trendlinie oder jetzt wie im DAX, wo der so raufgerutscht ist, die Tage jetzt, ja? Da hast du die Trendlinie von oben halt gehabt, wunderbar auf der Long-Seite und von oben zack drauf und dann ja, nein, vielleicht und dann drüber und dann doch wieder drunter und hin und her. Also diese Geschichte nehme ich sie einfach als Bonusmaterial mit. So, Frage in die Runde. Ich sehe jetzt dooferweise mein Chat hier nicht, weil ich diese Marktfunktion anmache. Bonus oder Trenddefinition. Ist jedem diese Unterscheidung klar? Aber aus meiner Sicht, also mir selber hilft das halt sehr, dass ich dann nicht sage, ist das richtig, ist das falsch, sondern dass ich es unten drunter noch einmal aufgleise und sage, Moment mal, das kann man ja in zwei Stufen sehen und dann wird es im Kopf, zumindest geht es geht's mir so erheblich einfacher. Also ich habe das früher übrigens auch in der Anwendung gehabt. Frage nach dem Motto, oh, wo könnten denn andere Trader anders denken als ich oder so, ne? Und dann macht es ja dann auch Spaß, wenn du dann solche Dinge einmalst. Aber im Endeffekt musst du ja dann jegliche Art der Vorgehensweise im Markt dann auch einzeichnen, wenn du immer denkst, ah, ich muss gucken oder wissen, was die anderen machen. Deswegen, ich habe halt irgendwann den nackten Chart genommen, nicht weil ich der Großmeister bin, sondern weil es mir geholfen hat, auf Linie zu bleiben. Nochmal, jeder soll das anwenden, wie er will. Aber ihr merkt gerade selber alle, Markttechnik und technische Analyse. Das Thema Trendlinien ist ja technische Analyse. Das heißt, wir haben ja nichts anderes, ich sage es jetzt mal ganz salopp, als eine Zusammenfassung oder eine mal wieder Glättung oder Filterung von dem markttechnischen Ansatz, wenn ich in die technische Analyse gehe. Ihr wisst, ihr könnt Trendlinien malen, ihr könnt Dreiecke malen, Quadrate, Rauten, was weiß ich nicht alles malen. Es ist das aus der technischen Analyse. Und viele Leute nehmen das dann, sagen, oh ja, das hat bei mir das letzte Mal funktioniert, das mache ich jetzt, das ist der Stein der Weisen. Und ihr werdet feststellen, das ist es doch nicht immer. Und in dem Moment, wenn ihr feststellt, oh, die Trendlinie wird gebrochen, die hält nicht. Jetzt wird es ja interessant zu fragen, warum nicht? Habe ich vielleicht den Trend, und jetzt Achtung, Markttechnik, habe ich mich falsch verortet? Und das ist die geile Kombi, die dann hochkommt. Bei mir war es halt so, irgendwann habe ich gesagt, ich bleibe einfach beim Trend, fertig, aus. Aber nochmal, ich habe 17 Jahre auf dem Buckel Erfahrung. Es hat nicht jeder, der neu reinkommt. Deswegen, wenn euch die Trendlinien helfen, nehmt sie, aber achtet mal darauf. Weil wir haben gesehen, der Trade ging jetzt gut, den der Stefan eingesendet hat. Und, aber er stand gegen die Großwetterlage. Ja. Das darf er, wenn er es weiß, weil in dem Moment kann er seinen Trade anders managen. Wenn er es jetzt nicht weiß, hätte ihm zum Beispiel die Gewinne auch komplett abgenommen werden können und das Ding rauscht in die Tiefe und er versteht die Welt nicht mehr und sagt dann, oh, die Trendlinien taugen nichts. Merkt ihr was? Also man muss schon wissen, wofür die gemacht sind und die Markttechnik ist immer als Grundlage, so sehe ich das, und nicht die Vereinfachung der technischen Analyse, nochmal ganz vereinfacht gesagt. Genau. Hier, ich habe euch mal eine Umfrage rein. Der Jochen und ich haben die mal ausgearbeitet. Ah. Ausgearbeitet. Du hast es ausgearbeitet. Ja, komm. Ach so, wir sollen denkt an dem Vorlesen der Umfrage, die Ergebnisse. Die Umfrage wird in der Aufzeichnung nicht eingeblendet. Ach so, genau, für die jetzt in YouTube. Gell? Also wir haben hier zwei Fragen reingestellt, nämlich zu Trendlinien und deren Umgang. So, das eine wäre erste Frage, Trendlinien und deren Umgang. Die Frage, also die Antworten möglichen, die man wählen kann, ich nutze Trendlinien oft im Handel, ich nutze Trendlinien gar nicht, ich nutze Trendlinien aus seiner Sicht, Trendlinien und Markttechnik passt nicht zusammen.
Wiederum die vierte Antwort, oder man hat eine Mehrfachauswahl, Trendlinien und Markttechnik, das ist in Kombination etwas, was sich gut, weil sich also gut miteinander in Kombination ist, weil es thematisch nicht ausschließt. Und ich freue mich beispielsweise, wenn aus einem markttechnischen Handel aus der Korrektur heraus, das ist nämlich das, was der Markus hier als Trade uns reingeschickt hat, dieser Trade nach unten drunter beispielsweise eine Trendlinie noch, dieser Trade halt von einer Trendlinie begleitet wird. Mhm. Ja, macht mal alle hier mit oder die, die halt mitmachen wollen, gell? Man sieht nicht die Antworten. Also der eine oder die Frage kam immer, ob man das sieht, wer hier antwortet. Also man sieht das nicht, wir sehen nur die Zahl. Gell? Genau. So, und die zweite Frage für die, die jetzt in YouTube zugucken, die, weil da wird das warum auch immer ausgeblendet, ist Trendlinien und Einzeichnen. Da waren nur zwei Antworten jetzt möglich. Also Trendlinien sind einfach einzuzeichnen. Jawohl, ganz bestimmt. Das sehen wir ja auch an den Antworten. Das ist überall klack, klack, klack. Wohingegen die zweite Auswahl dann noch ist, Trendlinien sind hingegen fachlich dahingehend schwer zu zeichnen, sofern es einzig um die Signifikanz geht. Das heißt also, es ist nochmal ein Unterschied. Einzeichnen kann jeder eine Trendlinie, eine signifikante wiederum rauszusuchen im Chart, das ist scheinbar nicht ganz so einfach. Jochen, ich muss mal ganz kurz das Video ausmachen. Ich muss mal das, ich glaube, das Licht hinter mir ausmachen, weil das blendet mich hier selber. Ja, etwas. An der Stelle würde ich kurz einhaken und Florian hat im Chat geschrieben, Moment, der Markttechniker sucht doch nach der Bewegung und Bewegungszonen. Also Bewegungszone ist eine Erfindung von mir. Also um das zu benennen, der technische Analyst hat eine andere Signalgeber und zwar aus Formationen und, grob gesagt. Also ich sage mal so, der Markttechniker selber sucht die Bewegung, aber die Bewegung wird doch verstärkt durch die optische Hervorarbeitung dessen, was der technische Analyst doch einzeichnet. Ja. Als Markttechniker weißt du nochmal, wo entsteht Bewegung, nicht nur am Punkt 2, aber bitteschön. Und der technische Analyst, der sein Dreieck malt, ja, der freut sich ja drüber oder den Wimpel, das ist eine Fortsetzungsformation, jetzt geht's gleich los. Ne? Der Markttechniker weiß aber, wo es losgehen kann und warum es losgehen kann. Ja. Und weil er das weiß, kann er den Wimpel, die Flagge, das Dreieck oder nochmal die 38. Quadratwurzel von der Raute lila blassblau eingemalt, auch als hochwertig oder minderwertig einschätzen. Das ist der Vorteil, wenn man den Aufbau der technischen Analyse kennt über die Markttechnik. Ja. Ohne Arroganz, aber es ist ungefähr so, wie wenn ihr ein geiles Computerprogramm habt, was euch hilft bei der täglichen Arbeit, aber der das programmiert hat und noch die Arbeit kennt, das ist der Markttechniker, also, der mehr oder weniger auf die Grundlagen zurückgreifen kann und deswegen auch die Wertung vornehmen kann. Welche Trendlinie ist denn signifikant? Ja? Welcher Wimpel ist denn jetzt der richtige? Das meine ich. Das geht erst, wenn du es verstanden hast, warum denn die technische Analyseformationen so gut funktionieren. Ja? Und das ist ja nichts anderes als Markttechnik, nämlich wie immer die Abarbeitung der Orders. Also deswegen komme ich immer wieder auf diesen puristischen Stil zurück, Markttechnik, Markttechnik. Manche nervt es, aber ich arbeite halt wirklich so. Okay, Micha, bist du soweit? Ah, die Umfrage ist durch, jetzt aber. So, schauen wir mal, gell? Also es gibt kaum einen, der sagt, Trendlinie und Markttechnik passt nicht zusammen. Mhm. Die meisten sagen, ja, man kann sie als ja. Thematisch nicht, tun sie sich nicht ausschließen, gell? Und viele nehmen es auch aus dem Handel, aus der Korrektur heraus, sofern das irgendwie ein präferierter Handelsstil irgendwie ist, oder eine Handelsausrichtung, dass man die Trendlinie gerne unterstützend einfach gerne sieht, auch dass sie mit da ist, gell? Oder dass ich sie brauche, weil ich würde auch so handeln. Aber es ist schön, wenn halt eben Marktteilnehmer, und vielleicht trifft es das ganz gut, der Markttechniker wird ja andere Marktteilnehmer, die anderer Couleur unterwegs sind, ja nicht zwangsläufig ausschließen. Ein bisschen einen Blick mit drauf haben, macht ja schon Sinn, ja. Wo man sagt, umso schöner, wenn die auch noch kommen, in meine genau. Richtung gehen. Nur die Wertigkeit kann halt nicht sein, Trendlinie wichtig, Markttechnik nicht wichtig, sondern halt genau genommen umgekehrt, allen voran oben drüber noch die Großwetterlage. Und dann kann ich mir unten aussuchen, als was ich sie denn nutze noch, gell, im Blickwinkel. Aber sie hat halt nicht höchstes Gericht, schlicht und ergreifend. Gell? So, also hier ganz gut, Jochen, oder? Die Umfrage, was denkst du? Ja, das passt doch. Also ich nutze oft Trendlinien im Handel, haben 8 von 52 jetzt hier gemacht. Ich lese es kurz vor, Micha. Ja. Trendlinien nutze ich gar nicht, 15. Okay, da gehöre ich dazu, aber ich kann gar nicht abstimmen, also wir Moderatoren können nicht abstimmen. Trendlinien und Markttechnik, das passt nicht zusammen, hat nur einer. Dann Trendlinien und Markttechnik ist eine gute Kombination, haben 20. Das ist, glaube ich, die stärkste Beteiligung. Und ich freue mich, wenn ich im markttechnischen Handel an Trendlinien aus der Korrektur rankomme, 19%. Also die beiden sind wohl die Schwergewichte in der Umfrage und es passt ja auch. Ist absolut okay.
dann die Trendlinien an sich einzeichnen. Trendlinien sind einfach einzuzeichnen, haben 34 von 52 gewählt. Und dann das Letztere, Trendlinien sind fachlich dahingehend schwer zu zeichnen, im Sinne der Signifikanz haben 19 abgestimmt. Es das sind für alle dabei, die immer mitmachen in der Umfrage. Ich weiß nicht, vielleicht geht es nicht bei allen oder viele gucken mit dem Handy zu, das weiß ich nicht. Und gut, okay. Ja, wir haben mehr als 52 Teilnehmer, was mich wundert, aber nur 52 haben abgestimmt. Okay, aber jeder, wie er will. Also ich kann es mit dem Handy beispielsweise auch immer dann nicht mitmachen, aber sei es mal drum. So, also das Thema Trendlinien ist scheinbar relevant und hier nochmal, abschließend nochmal zu dem Thema. Also hier drinnen wurde der erste Trade gemacht, der ging zwar positiv, aber da hat die Großwetterlage nicht gestimmt, die GWL, und hier drinnen wurde dann nochmal ein zweiter Trade, wir können nochmal schnell auf die Folien umdrehen, auch nochmal gemacht, das war dann der nachts irgendwie, weil die Großwetterlage dann hier, die Trendlinie hier nochmal eine neue gezogen wurde, und gut, nochmal ganz kurz zur Großwetterlage. Ganz generell sieht ja der Markt halt gerade so aus und jetzt hier der Abverkauf halt runter. Und wenn man guckt, der Markt ging unter die 3 und danach ist auch erstmal schon mal Schluss. Und jetzt hier dieses holprig-eirige hier rauf und jetzt zieht es den Markt halt neu auf. Das heißt, die Großwetterlage ist erstmalig hier wieder relevant und ist hier gebrochen. Das heißt, in diesem Stück Phase, hier in diesem Stück, hier in diesem ganzen, also nach oben zu gesehen jetzt, ich will es noch nicht drüber malen, das ist so gesehen Niemandsland, gell? Das heißt nochmal, für die, die neu sind, ohne dass wir das jetzt thematisch erklären, wir haben ja verschiedene Phasen, was die Großwetterlage betrifft. Und eine davon ist eben, dass wir keine haben aufgrund von einem Trendbruch. Da gibt es zwei verschiedene Arten, wie Trend gebrochen werden kann. Das ist halt diese, der Markt pfeift einfach quer durch die drei und Thema ist vorbei. So, und die anderen Phasen ist dann jetzt hier, es gibt mehrere. In der Summe sind es halt 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne, ist auch egal, 7 sind es halt in der Summe, die verschiedenen, das sind jetzt nicht unser Thema jetzt hier. Fakt ist eins, also wir hätten für diesen Trade, der ja einen Trendhandel gemacht hat, keine Großwetterlage gehabt. Jemand schreibt gerade, die eigentliche Hauptrichtung in diesem Fall Long. Nicht, dass ich es jetzt missverstehe, aber eigentlich kann man so einen Satz nicht sagen. Es sei denn, es ist eine Diskussion zwischen den beiden, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber was soll denn die Hauptrichtung sein? Na, die lege ich doch fest, welche Richtung, in Anführungsstrichen, welche Richtung ich gehen will. Also im Sinne von Bewegung und Korrektur. Ja. Also für die jetzt ein bisschen länger dabei sind, könnte man, aber wir sind ja hier schon auf der kleinsten Zeiteinheit. Und ja, genau. Im Trendhandel, im Öl selber. Darf ich ganz kurz noch, Micha? Weil klar, wenn ich jetzt den Chart sehe, ja, da gibt es bloß Long, ja, auf dem Fünfer. Gucke ich aber einen Chart auf dem H4 an. Da muss ich sagen, nee, Long ist da mal gar nicht die Hauptrichtung. Und daran erkennt ihr ja, also der Trader definiert doch im Endeffekt seinen Trade über seine Ausrichtung und dann wiederum über die Großwetterlage. Und da geht es Gegensätzlichkeiten drin. Sorry, Micha, das musste kurz sein. Das ist wichtig, weil er hat geschrieben, er schreibt Trendhandel. Das dürfen wir nicht vergessen. Und Trendhandel heißt, der Weg ist da oben frei. Alles klar. Da hier oben steht, genau das ist der Punkt, Trendhandel, okay, da hat er ja auch ein Recht. So, Schluss und aus. Und das ist die Aussage. Und selbst wenn er es nicht hingeschrieben hätte, hätten wir es ja gesehen, ja. Seine Stops hatten ja laut Beschreibung hier unten gelegen und haben sich jetzt hier vorsichtig hoch. Hätte er den Bewegungshandel gemacht, diese hoch, Innenstäbe und wäre hier irgendwo raus beispielsweise. Andere Liga, dann ist die Großwetterlage in ihrer Wertigkeit zwar immer noch schlecht, aber sie hätte, also die Großwetterlage ist immer noch nicht die sie sein soll, zwangsläufig, ja, nur weil ich die Handelsausrichtung ändere, aber die Wertigkeit für den Bedarf des Trades an einer Großwetterlage nimmt ja ab. Aber die Handelsausrichtung Trend, das ist natürlich eine Handelsausrichtung, wo man sagt, wow, die bedarf einer sauberen Großwetterlage. Und selbst wenn der positiv war, würde ich diesen Trade und auch den nächsten nicht auf einem fachlichen Podest halt hochsteigen. Moment, wie mache ich das? Leute, das ist kein Runtermachen von euren Trades, überhaupt nicht. Ja. Es geht ja darum zu zeigen, wo sind manche Stop-Abstände, Positionsgrößenerhöhungen vielleicht, wo machen die Sinn und wo nicht? Darum geht's. Ihr habt keine schlechten Trades eingesendet, nur weil er jetzt mit der Großwetterlage nicht rummacht. Ja? Ganz wichtig, weil ich merke, jemand fühlt sich vielleicht eher auf den Schlips getreten, wenn man jetzt sagt, den halten wir fachlich nicht oder den setzen wir nicht auf den Podest. Bitte nicht missverstehen, okay? Alles klar. Genau. Und hier der Jochen, hier der zweite Trade, also das war hier der eine, gell? Und jetzt hat er den zweiten Screen hier reingeschickt.
dann irgendwie nachts hier, Nachtschicht irgendwas, hier irgendwie die Trendlinie demnach gezogen, das kann ich jetzt nicht, und hier aus der Korrektur heraus schön, rein, schön. Die Nummer hier mitgemacht und hier beim Bruch irgendwo halt wieder raus, gell? Dass das Ganze jetzt hier abstandstechnisch, muss man gucken, ich weiß jetzt nicht, was er gehandelt hat, die Future oder was auch immer, das sind jetzt natürlich alles nicht wenig, nicht viele Punkte. Hier jetzt mag es gehen, jetzt hier ist es nicht ganz ein Dollar, das ist okay, ja, einverstanden. Ja. Aber das weißt du ja vorher nicht, gell? Das ist ja, kannst ja nicht mehr, aus Sicht des Trendhandels war ja beides mal die Ansicht auf zum Mond, gell? Aber was bei der Großwetterlage halt eben, das ist dann halt eben nicht der Raumflug zum Mars oder zum Mond, gell? Das lässt die Großwetterlage oder, jetzt aktuell halt nicht. Oder ich sag's mal einfacher. Dann der Trendbruch, aber das ist ja jetzt hier nicht im Dreh dabei und wo der Markt nach unten durchweg geht. Er handelt im Endeffekt die Korrektur. Und ja, genau. wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich einen Aufwärtstrend habe, der aber die Korrektur darstellt von der Großwetterlage, dann kann ich das sehr wohl handeln. Er muss aber, so empfinde ich es, mit meinen Gewinnen anders umgehen, weil die können sehr schnell weg sein. Ja? Angenommen, er hätte jetzt zum Beispiel gesagt, oh, es geht die Reise zum Mond, ich lasse einen Stop weit weg, damit ich ja nicht rausfliege, der Markt, der muss nach oben schießen. Dann hätte er einen Fehler gemacht, ja? Weil die rein bratzelnde Trendbewegung hätte seine ganze Gewinne wegfressen. Und das meine ich. Ich selber mag den Korrekturhandel gar nicht mehr. Habe ich mit Micha eine Diskussion gehabt vor einiger Zeit. Habe ich gesagt, du, wenn du auf dem Daily-Chart, ich sage es halt immer vereinfacht mit den Zeiteinheiten, weil die wenigsten mit den Großwetterlagen oder Trendgrößen umgehen können. Also sogar auf dem Daily-Chart, wenn ich in einer Korrektur bin, handle ich nicht. Da hat der Micha zu mir gesagt, ja, dann handelst du erst, wenn du so einen grauen Rauschebart hast, so selten wie der Markt durch in den Trend reinkommt. Da habe ich zu ihm gesagt, ja gut, aber wenn ich in der Zeit die Kohle mache, einfach und ohne Stress, dann lasse ich die Korrekturen weg. Genau aus dem Grund, wie wir es hier sehen. Okay, Micha, zurück zu dir. Nein, also ich bin soweit durch. Also wie gesagt, mal drei Sätze mal anders versucht, mit Trendlinie vielleicht mal darzustellen, ein kleines bisschen. Also Tipps und Tricks habe ich zwei Sätze mal dazu gesagt. Flach oder steigend, das, ich glaube, das können wir hinten mal weglassen, das Thema besser gegen Signifikanz tauschen und dann kriegen wir so ein kleines bisschen mal zwei, drei andere Überlegungen, über die man weiterreden kann. Also das sind große Themen, gell? Das darf man nicht vergessen. Jochen, jetzt an der Stelle, ich würde sagen, also an der Stelle schönen Dank für die Einsendung von der Geschichte und Jochen, zu dir. Genau, danke. Dann übernehme ich den Bildschirm wieder, wenn du mich zum Host machst, zum Host. So, dann geht es jetzt los. Warte. Ach nicht. Nein, ich will die Umfrage nicht sehen. Ich möchte meinen Bildschirm. Jetzt geht's. So. Okay. Ihr müsstet hier die Präsentation sehen. Ich mache die nicht auf Vollbild, weil das funktioniert nicht, wenn ich im Zeichenstift rummachen möchte. Aber einen ganz, ganz lieben Gruß an die Sarah, die den Trade vor einiger Zeit eingesendet hat. Und ich fand es sehr nett, es war kurz, knackig, ja, was sie eingesendet hat. Und vor allem die Frage, die da unten steht, da musste ich schmunzeln, ja. Also ich lese kurz vor, Trade von Sarah. Hallo Jochen, ich bin Sarah, trade seit Januar 2022. Also jemand, der doch neu dabei ist, umso schöner, ja, dass du mitmachst, Sarah. Dankeschön für die Einsendung des Trades. Auch an alle anderen, die eingesendet haben, eure Trades kommen dran, aber nicht heute. Würde mich also eher als Anfänger bezeichnen, ja, hab ca. 200 Trades gemacht. Kurze Frage nebenbei. Ab wann ist man eigentlich fortgeschritten? Tja, und das wird mein Thema sein, was ich mit Micha dann diskutiere, erörtere, weil wenn ich zum Beispiel das letzte Seminar, was ich gemacht hatte, ein Online-Seminar, habe ich drei Teile angeboten. Für Anfänger, für Fortgeschrittene und erfahrene Trader. Also, und ich habe den Leuten mehr oder weniger überlassen, wie sie sich selber einordnen. Also wer bucht jetzt den Anfängerteil und den fortgeschrittenen Teil? Wer sagt, nö, was ich im Vorfeld brauche, ich alles nicht. Ich bin schon erfahrener Trader, ich gehe gleich in den dritten Teil. Und weil ich auch da gesessen bin und mich lang gefragt habe, wo liegt eigentlich jetzt der Unterschied? Darauf gehen wir ein, der Micha und ich. Ich mache erst jetzt mal den Trade, den die Sarah eingesendet hat und wechsle dazu auf die nächste Folie. Ich glaube, ihr seht mich noch, nicht, dass ich aus der Kamera hier mal rausgehe. Und zwar, sie hat gehandelt im S&P 500. Man hat hier einen Trade, wo die höchste, ich sage jetzt mal, Zeiteinheit der 5-Minuten-Chart ist, ihr könnt es hier sehen, gehandelt wurde auf dem 1-Minuten-Chart. Ich habe sehr wenig Infos von der Sarah dazu oder dahingehend, warum sie den Trade gemacht hat und wie sie den Trade gemanagt hat. Und deswegen ist es auch gut, dass sie eingesendet hat, damit ich das sagen kann. Nämlich, ich weiß nicht, ob Sarah, wenn du gerade zuguckst, ob du, wenn du in 3-4 Monaten mal dein Trading-Journal durchgehst,
ob du immer noch weißt, warum du den Trade gemacht hast. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Oder zumindest, dass du erklärst, warum du an der Stelle am Punkt 2 rein bist. Dann, kurzer Hinweis, der 5-Minuten-Chart. Ihr seht es hier drüben. Warte mal, kann ich das etwas näher rannehmen? Ich schnapp mir den Zeichenstift. So. Sie befindet sich also in diesem Bereich. Hier beginnt sie, den Abwärtstrend mehr oder weniger zu handeln, steht zu diesem Zeitpunkt aber immer noch gegen einen intakten Aufwärtstrend. Ich habe die Großwetterlage, also wenn das die Großwetterlage ist, das passt nicht. Ja? Der 1-Minuten-Chart und der 5-Minuten-Chart, da ist fast kein Unterschied. Da brauchst du eigentlich nicht parallel aufklappen, weil wenn es doch darum geht, mich in das Fahrwasser einer zu erwartenden Bewegung oder einer erwartenden Korrektur hineinzustellen, dann brauche ich eine höhere Zeiteinheit, ich sage es jetzt extra nochmal fachlich falsch, brauche ich eine höhere Zeiteinheit, um mich zu verorten. Aber der 1-Minuten-Chart und der 5-Minuten-Chart, Freunde, schau mal, hoch ist hoch, tief ist tief. Das kann ich sofort sehen, da brauche ich nicht mal auf dem 1-Minuten-Chart runtergehen. Das ganz kurz als Tipp, nicht als Besserwisserei oder als Kritik, um sie niederzumachen, überhaupt nicht. So, aber wir gucken uns jetzt mal den Trade an, der sehr schön verlaufen ist. Ja. So, was mich zum Beispiel hier jetzt interessiert oder interessieren würde, die Ausrichtung des Trades. Gut, auf dem 1-Minuten-Chart, wenn das da jemand sagt, ich mache Bewegungshandel auf dem 1-Minuten-Chart, okay, das ist grenzwertig. Dennoch wundere ich mich, dass hier, verzeihen, der Ausstieg erfolgte. Oder ist es, weil hier ein Gegensignal entstand und der Einstiegsgrund hier oben war die Entstehung und die Fortsetzung von dem Abwärtstrend und hier unten hat sie zum ersten Mal einen Aufwärtstrend. Dann wäre das ein eleganter Ausstieg. Denn der Punkt ist, zu diesem Zeitpunkt ist doch der Abwärtstrend noch voll intakt. Und das ist doch eigentlich bis dahin nur die Korrektur, dass man eigentlich laufen lassen hätte können wie hier. Und dann würde ich gerne wissen, wie der Stop geführt wurde. War es ein Trendstop? Oder hat sie herangezogen nach einer gewissen Zeit? Und das sind die Dinge, Sarah, die wir eigentlich bräuchten als Orientierung, damit ich jetzt was zu dem Trade sagen kann. Und zwar mehr als, hey, ist klasse gelaufen. Ja. Der ist toll gelaufen. Aber ich sehe jetzt Folgendes. Also Einstieg am Punkt 2 hier und Ausstieg bei einem Gegensignal hier. Das zum Beispiel wäre doch aber auch ein Gegensignal gewesen. Warum hier nicht raus, aber da? Prinzipiell muss man eines sagen, was die Sarah sehr, sehr gut macht. Wenn das so ist, also ich interpretiere halt jetzt was rein, wenn das so ist, dass sie eine Eindeutigkeit hat. Das heißt, sie hat ein eindeutiges Einstiegssignal und sie hat ein eindeutiges Ausstiegssignal. Und sie braucht nicht 38 Linien, Indikatoren, gleitende Durchschnitte, weltwirtschaftliche Nachrichten drüber platschen, sondern sie hat Einstieg und Ausstieg eindeutig. Wenn ich wegen dem Abwärtstrend in den Markt gehe, ja genau, gehe ich wegen dem Aufwärtstrend wieder raus. Und das ist das Geile, wenn du technisch arbeitest oder markttechnisch arbeitest, gehe ich wegen der Trendlinie long, dann weiß ich, sobald die Trendlinie unterschritten ist, brauche ich nicht mehr long gehen. Das kann keiner, der 38 Variablen in Echtzeit mit chinesischen Reissäcken, die umfallen und neuen Sparpaketen und Zinsentscheiden alles gleichzeitig zu entscheiden hat, das kann der gar nicht bringen. Weil er hat nie Eindeutigkeit. Er hat 38 Variablen, die sich in Echtzeit verändern und deswegen steigen die Trader auch selten aus und wissen nicht, wo sie aussteigen sollen. Ein technischer Händler weiß genau, wo er aussteigen kann oder muss, weil die Eindeutigkeit des Signales beim Einstieg da ist und damit auch beim Ausstieg. Okay, der Trade selber ist also gut gelaufen. Und nochmal, mich hätte es jetzt halt sehr, sehr interessiert, warum sie hier nicht raus ist, aber hier. Und generell der Stop-Loss, also Gott sei Dank, sie arbeitet mit Stop-Loss, ja, der da oben liegt. Wie hat sie den geführt, wenn sie ihn überhaupt geführt hat, die Sarah? Also Sarah, würde mich sehr freuen, wenn du wieder einsendest, aber dann ein bisschen mehr ausführlicher. Wir kriegen aber noch einen Screenshot, wie der Markt nämlich weiter wird. Also man sieht das sehr schön immer bei solchen Trades, die eingeschickt werden. Gell? Also so geht es mir ja auch, wo man sagt, man versucht jetzt seine eigene Logik drüber zu legen. Ja, so wie so eine Brille, wo du sagst, Moment mal, jetzt setze ich meine Logik drüber und sage, interessant, wieso ist die da rein und da raus? Warum ist er da oben raus und da drüben wiederum rein? Also wie auch immer, ja, seine Brille drauf zu legen
Oder ob man sagt hin und wieder, wow, warum hast du diese lange Korrektur durchgehalten? Also lange im Sinne, wir sind auf dem Minutenchart unterwegs. Ja, dennoch. Ich bin weit rauf und dann da drüben wieder rum, gell, ist sie, was nicht so viele Punkte bis dato in der Korrektur war, dann wieder raus. Also man versucht das nachzuvollziehen, ein bisschen mit seiner vergleichenden Logik, seiner eigenen Erfahrung dann. Ja. Das ist, also so gesehen macht das immer Spaß, von Trades von anderen so mit durchzugehen, auch wenn das selber überhaupt nicht die eigene Logik ist. Ja. Aber wo man sagt, guck mal, wie du dich hier verhalten hättest und guck mal, was ein anderer macht. Ja? Genau. Das ist ja das andere Format, was ich auch seit vielen Jahren habe. Also Ihre Trades auch ins Feedback. Da ist es oft so. Manche Leute sind sehr ausführlich in der Beschreibung, da weiß ich auch genau, wie wo war es. Aber jetzt, wenn ich etwas habe, wo ich nur selber reininterpretieren kann, ist halt aber auch immer nur eine Gefahr, dass du jemanden entweder wahnsinnig lobst, obwohl der überhaupt nicht gecheckt hat, was er gemacht hat, oder dass du jemandem Unrecht tust. Weil du sagst, also meiner Logik, das war ja gar nichts. Ne? Dann ist er angepisst. Deswegen, wir brauchen ein bisschen mehr Beschreibung, Sarah, das wäre super. Wenn du diese Punkte berücksichtigen könntest und du schickst den nächsten Trade ein, weil ich denke schon, dass es hier Hand und Fuß hat, aber wir wollen sehen, wie die Sache von dir erklärt wird und begleitet wird. Und jetzt kommt es nämlich, so ist der Markt weiter verlaufen. Ihr erinnert euch, ich habe vorhin gesagt, wir haben, wenn ich das jetzt als übergeordneten Trendlauf nehme, haben wir einen Aufwärtstrend und solange das Tief hier nicht unterschritten ist, bleibt doch der Trend intakt. Hier ist ein Trendbruch drin, ihr könnt es sehen. Dass der Markt aber nochmal hochzieht, das ist nicht verwunderlich. Entweder rennt er runter oder er baut sich auf, macht einen Abwärtstrend oder er zieht nochmal durch. Aber das ist genau der Part. Das heißt, hier, also sie hat noch im korrektiven Abwärtstrend vorgreifend, ist sie in die Korrektur rein. Sehr schön gelaufen. So, und jetzt kriegst du aber mit, oh, heftige Anstiege, oh, schon wieder heftige Anstiege. Wo kommen die her? Wo kommen diese heftigen Anstiege her? Nicht, dass ich wüsste, wer die macht, sondern ich erkenne es nur, weil wenn es doch so ist, dass ich hier einen so schönen Abwärtstrend habe und solche Korrekturen reingebrezelt bekomme, dann hat das damit zu tun, wo ich übergeordnet stehe, nämlich dass der Markt sehr wohl den Korrekturhandel, den ich so gern auslasse, genau aus diesen Gründen, dass der Markt nämlich hier ein Mordsgegensignal macht, den Abwärtstrend wieder zerlegt und stattdessen wohl in den Aufwärtstrend geht und schaut, da ist schon wieder ein Bruch drin. Und das ist genau die Stelle, wo sie gehandelt hat. Also wenn man es jetzt noch höher levelt, in eine höhere Ebene hinein. Ich habe einen ausgedehnten Aufwärtstrend auf dem 5-Minuten-Chart. Ich habe übergeordnet überhaupt keine Orientierung. Ich schaffe es, dass der Trend gebrochen wird. So, wie stoppe ich das Ding? Weil ein Trendbruch heißt nicht Gegentrend. Und da ist er auch schon. Seht ihr das? Das heißt, wenn sie eng stoppt, fliegt sie früh raus. Deswegen ist sie doch auf dem 1-Minuten-Chart. Wieso handelt sie auf dem 1-Minuten-Chart und lässt einen Trend laufen? Das verstehe ich nicht. Also ich werde jetzt im Ton aggressiver, weil ich mehr Informationen brauche. Einfach nur datteln und sagen, ich habe Punkte gemacht, sei jedem gegönnt, aber ich will wissen, warum und weshalb an der Stelle. Und vor allem das hier, das ist genau das, warum ich die Korrekturläufe weglasse. Wenn ich sowas hier drüben sehen will, dann auf der übergeordneten Trendgröße. Jetzt kann ich versuchen, auf dem 1-Minuten-Chart das handeln zu wollen, bin aber extrem schnell in der Gewinnmitnahme, damit mir das nicht passiert, nämlich dass der Trendbruch sich nochmal in die ursprüngliche Trendrichtung bewegt. Keine Kritik, Sarah, aber ihr kennt mich ja, redet mich ja gerne in Rage. Aber das ist ein perfektes Beispiel. Schau mal, wie geil der Aufwärtstrend hier geschaltet ist und wie geil der wieder gebrochen wird. Und jetzt kriegst du nämlich genau die Phasen, wo du verbluten kannst, wenn du nicht schnell genug bist. Deswegen meine Frage. Auch in der Korrektur, wenn du handelst, schon immer ein schnelles Pferd, gell? Ja, das heißt, sehr gut. Also Korrekturhandel, also aus der Korrektur heraus, also nein, in eine, ich kann jetzt gerade nicht malen, also der Markt macht eine Korrektur und innerhalb dieser Architektur handle ich dessen untergeordneten Trend. Das ist etwas, was im Grunde, wo du sagst, aber wie gesagt, nicht weil der Trend nicht da ist, also natürlich ist er da. Und er ist optisch vielleicht sogar hin und wieder, nicht immer sogar sehr schön da. Der ist sehr schön hier. Also weil der Markt in die andere Richtung wieder in den Bewegungsast nachläuft, kannst du deinen Stop, der da hinten weit weg ist, überhaupt nicht logisch nachvollziehen und also nachziehen. Und du bist vielleicht sogar weit im Buchgewinn und dennoch kriegst du das nicht aufs Konto gezogen. Gell? Wenn du jetzt, und dann musst du jetzt aus der Bewegung, zack und weg und danke, danke. Genau. Und wenn du jetzt den Fehler machst, Innenstabstops zu benutzen. Das ist genau die Tödlichkeit an solchen Stellen. Achtung, auf eine Minute benutze ich keine Innenstabstops, bitte Leute. Aber wenn du jetzt in die Korrektur reinhandelst, gegen den bestehenden Trend, und jetzt kommt er zurück und du sagst, oh, ich mache Innenstabstops, oh, einen Bewegungshandel, und nimmst einen Stop, also wieder hoch,
da kannst du das Konto ruinieren. Wenn du nicht begriffen hast, wozu die Innenstäbe nämlich dienen und der Innenstabstopp. Das als Nebenthemen, Themen, die man da schön aufbauen kann. Sarah, vielen Dank für den Trade. Wir brauchen mehr Infos. Und wenn du die Infos gar nicht hast, dann schreibst du zu. Alles gut. Aber du erkennst, hier gibt es viel, manchmal sogar zu viel für einen Anfänger. Ja, dass du irgendwann sagst, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr. GWL, Korrekturbewegung, ein Minuten Stopp, Innenstäbe. Um Gottes Willen, was soll ich tun? Aber das ist, worum es hier geht, ist, dass diese Routine reinkommt. Du weißt, wann du reingehst, du weißt, wann du rausgehst, du weißt, wo du bist. Und wenn du weißt, wo du bist, kannst du deinen Stopp entsprechend führen. Und das ist ein Riesenvorteil. Auch im Verlust, auch wenn es mal schief geht. Ne? Sarah, ganz, ganz lieben Dank. Und jetzt zur Frage, die ich ja so mochte oder mag. Ich weiß nicht, Micha, hast du da eine Umfrage oder ich frage einfach mal. Ja, ich hatte was vorbereitet, aber da muss ich der Dings da werden. Das mache ich, warte mal. Wo ist es? Hier ist es. Dann mache ich dich zum Host. Ich bin gleich wieder da, nur ganz kurz, 2 Minuten bin ich weg. Ist okay? Soll ich die Umfrage schon starten, Jochen? Ja, genau, so dachte ich mir's. Genau, du holst dir wieder den Bildschirm und jetzt kannst du deine Umfrage machen. Umfrage, so. Also die Frage hier war jetzt, das ist eine interessante, wartet, ich tue die Frage beenden und mache eine neue rein. Genau. So, also Anfänger, Fortgeschrittener. Ich finde das dahingehend auch ganz spannend, weil im Grunde gibt es ja bestimmt 3 Arten von uns, die wir jetzt hier mit drauf sind. Es gibt viele, die Anfänger mitunter sind, vielleicht welche, die jetzt auch im Sommer irgendwie ganz neu Konto aufgemacht haben, ist alles okay. Der andere, der wieder sagt, also als Anfänger zähle ich mich nicht mehr aus Gründen, und vielleicht der nächste, der sagt, du, ich habe auch irgendwie nicht nur den Kinderschuhen bin ich entwachsen, sondern auch dem Fortgeschrittenen bin ich irgendwie diesen Kreislauf, die Start und Runde habe ich auch durch. Ich bin irgendwie, zähle ich mich als Fortgeschrittener. Aber lasst uns mal eine Sekunde nur beim Fortgeschrittenen bleiben. Ich schicke hier mal was rüber. Schaut mal, wir sagen mal dann ein paar Sachen dazu. Nur diesmal machen wir mal die Umfrage zuerst. Schaut mal kurz, Unterschied zwischen Anfänger und fortgeschrittenen Trader. Aus eurer Sicht, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ich habe mir jetzt nur mal ein paar aufgeschrieben. Was könnten die aus eurer Sicht Möglichkeiten sein? Ich weiß nicht, sieht man die Umfrage? Ich weiß gar nicht. Ich sehe es nicht, weil hier keiner was macht. Seht ihr die Umfrage? Ah, ihr seht sie. Beim Jochen kommt die Pizza scheinbar, genau. So, tut mal schauen. Woran könnte es liegen? Ihr könnt mehrfach auswählen, ja? Liegt es an der Kontogröße, wo man sagt, boah, ein Fortgeschrittener hat ja ein größeres Konto wie ein Anfänger. Oder der Anfänger macht es nebenberuflich, wohingegen endlich der Fortgeschrittene das Vollzeit macht. Oder aber, wo man sagt, naja, als Fortgeschrittener lese ich mehr Bücher und sehe mehr Videos. Kann ja auch sein, wo man sagt, wow, gell? Oder aber macht er mehr Plus-Trades, der Fortgeschrittene, wie der Minus-Trade? Also ist die Trefferquote mitunter höher? Das sei jetzt hiermit gemeint, einfach nur mehr in der Anzahl von Plus-Trades. Oder hat er den geheimen, weiß ich nicht, was Kniff gefunden, gell? So, beziehungsweise, was ist die größte Hürde als Fortgeschrittener? Gerade kann das diejenigen beantworten, die es ja mitunter schon sind. Vielleicht ist es Minusgeld konsequent zu unterbrechen, wo man sagt, boah, wenn ich das schaffe, bin ich fortgeschritten. Überflüssiges im Chart oder mit dem eigenen Wissen zu eliminieren, also mitunter das, was ich zu viel vielleicht habe. Oder Positionsgröße und nochmals Positionsgröße. So, lasst uns mal ganz kurz und dann lasst uns mal darüber rumphilosophieren. Ich sage dann gleich was dazu. Lasst euch erstmal ganz kurz in aller Ruhe die Dinger mal machen. Das macht, denke ich, ganz Spaß. Und der Jochen kriegt auch gleich seine Pizza. Ich verstehe gar nicht, warum er das jetzt macht. Die ist doch eiskalt, wenn der fertig ist. Aber gut. So. Geheimer Kniff als Fortgeschrittener. Anfänger, Kontogröße. Ist das ein relevantes? Achtung, nur mal der Hinweis, weil ich es gerade lese, Kontogröße. Also meistens ist es ja so, vielleicht bestellt er sie auch jetzt erst. Nee, das glaube ich nicht, weil sie um 9 kommt. Und in Stuttgart glaube ich nicht, dass in einer halben Stunde auch irgendjemand, und vielleicht ist die Pizza um der mag sein. Kontogröße, ganz kurz dazu. Oftmals ist es ja so, dass du als Relikt des Anfängertums meistens eher mit einer kleineren Kontogröße ankommst. Okay? Weil oftmals ist es ja so, dass du als Anfänger ja eben mehr erstmal das Geld versiebst, wie dass du es erhandelst. Und oftmals ist es so, dass ein fortgeschrittener Händler eher kleinere Kontogrößen hat. Also zumindest wäre das jetzt nicht so ungewöhnlich. Gell?
Nebenberuflich, hauptberuflich, gut, ja, das kann man jetzt so und so sehen. Gell? Fakt ist eins, dass der Anfänger davon träumt, hoffentlich kann ich das hauptberuflich machen den ganzen Tag. Der länger dabei ist, sagt, boah, das sollten Sie doch mal lieber nicht machen, mit diesem Gedanken schwanger gehen, weil man sollte erst mal testen, wie es ist, 24 Stunden mit sich selbst allein in einem Raum. Ja, man denkt, das geht immer gut aus, aber das muss es nicht zwangsläufig. Der Fortgeschrittene liest mehr Bücher und sieht mehr Videos. Naja, das ist sicherlich eher die Spaßfrage, gell? Weil meistens ist das nicht. Macht er mehr Plus-Trades, die Frage? Achtung, mehr Plus-Trades. Ich glaube mal nicht unbedingt zwangsläufig, je nach Handelsstil, dass das mehr sein muss. Zumindest jetzt, was die Trefferquote wird. Was aber sein kann, je nach Handelsstil, dass die Gewinnerwartung erheblich höher ist. Also der durchschnittliche positive Tradmarkt, wie auch immer, oder der größte, je nachdem, wie man es jetzt aufklustert, dass das Thema mitunter höher sein. Es muss nicht zwangsläufig auch mehr sein, wenngleich ist es natürlich so, dass der Fortgeschrittene sicherlich, wir machen das gleich, aber thematisch klappen wir das gleich mal groß auf. Bereit ist, mehr Trades auszulassen. Aber das sage ich auch gleich mal generell was dazu. Ich lese jetzt nur noch mal die Fragen vor, gell? Ohne dass ich da thematisch jetzt zu sehr drauf eingehe. Geheime Kniff, okay. Wollen wir mal schauen, so was da ist. So, Frage erstmal bei euch in die Runde. Frage, wie viel sehen von euch, dass sie sagen, ich bin eher fortgeschritten, sonst nicht, dass ich das, was ich jetzt erzähle oder der Jochen, dass das dann völlig vorbei ist, weil wir jetzt nur Anfänger dabei haben? Frage, fortgeschritten, erfahren, von euch so grob, muss ja nicht jeder reinschreiben, aber ich denke, deswegen sage ich gerade was hier, weil auch Psyche und so weiter reinkam, Sport. Wie gesagt, es ist nur die Umfrage. Thematisch kommt gleich. So, wer denkt sich für sich aus, wo er sagt, man zählt eher als fortgeschritten? Da würde mich mal interessieren, den Jochen auch. Jochen, ja. Es wurde gerade philosophiert, ob deine Pizza kam. Genau, ich habe angerufen und habe sie bestellt. Leute, es ist halt Sonntagabend, deswegen. Die 2-3 Minuten, danke, gell? Okay, Umfrage, jetzt bin ich gespannt. So, so schaut mal hier, gell? Aha. So die unterschiedlichen Ergebnisse. So, wir haben Anfänger, wir haben Fortgeschrittene, wir haben verschiedene dabei, einverstanden? Sehr, 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 sehr unterschiedlich. Auch in YouTube wird dann jeder für sich selber das unterschiedlich beantworten können. Ist ja auch keine komplizierte oder keine neue Frage in jedem Webinar. Wahrscheinlich werden Sie gefragt, gibt es mehr fortgeschrittene Anfänger? Aber lasst uns dazu mal 2 Sätze sagen. Jochen, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Wollen wir die Umfrage erstmal vorlesen? Das habe ich jetzt alles schon gemacht. Hast du schon gemacht, auch die Ergebnisse? Weil ich sehe es erst jetzt gerade. Die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich, aber ich habe es jetzt detailliert schon mal vorgelesen und gemacht, ja. Okay, warte mal. Dann würde ich mir nämlich kurz, machst du mir nochmal zum Host, bist zu lieb. Ja. So, lasst uns hier drüber mal ganz kurz ein paar Sachen rum. Wie mache ich das so? Jochen, geht los, du bist der Host. Moment. Nein, immer noch. Jetzt, hurra. Und ich gehe mal aufs Whiteboard. Ja, genau. Ihr müsstet jetzt einfach diesen weißen Bildschirm sehen. Also bei mir war es so. Ich habe natürlich gesagt, ja, Moment mal, also ein erfahrener Trader, das ist ja ein Profi, ja, der verdient, also derjenige, der am meisten Geld verdient, ist der Profi. Und wie wir an der Umfrage nämlich sehen, ist es ganz in der Nähe dort, ich greife mal vor mich, ja, weil ich sehe hier im ersten Part der Umfrage, der Fortgeschrittene macht mehr Plus-Trades. Also nochmal, der Fortgeschrittene ist also der mehr Plus-Trades macht, der öfters richtig liegt. Würde ich jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen, okay? Ich definiere jetzt mal ganz grob und vereinfacht die Geschichte zwischen Anfänger, Fortgeschrittenem und erfahrenen Trader. Folgendermaßen, der Anfänger selber kann mehr Geld machen als ein Profi. Ohne Witz. Immer wieder siehst du es doch, ne? Hast irgendwelche Leute, die haben... was er sich Kryptowährungen gekauft, die waren nie Trader, die haben einfach die Kryptowährungen gekauft, weil sie gesagt haben, hey, ist die Zukunft. Und ohne, dass sie sie bestellt hätten oder beeinflussen hätten können, ist der Markt nach oben explodiert und sie haben vielleicht ein paar Millionen Euro verdient. Die haben wahnsinnig viel Geld verdient und das soll ihnen auch gegönnt sein, ohne Neid, ohne alles. Aber sind das Trader? Wenn man jetzt sagt, naja, ist ein eher Glücksspieler, nimm mal das, würde ich sagen. Sie haben Glück gehabt, ja. Und jetzt kommt ja genau der Unterschied zum Trader rein. Der Trader will ja wiederholen. Ja? Weil wenn du Trader bist, und ich sage halt immer, vom Traden lebst,
kann es nicht wahr sein, dass du jetzt all dein Geld in einen Wert reinsteckst und sagst, so, die nächsten 10 Jahre warte ich mal ab, ob es steigt oder nicht. Ne? Wenn es steigt, dann habe ich mordsmäßig Geld verdient, dann bin ich Trader. Nee, bist kein Trader. Weil als Trader musst du eines machen, als allererstes dein Risiko im Griff haben. Denn der Trade kann ja auch schief gehen. Deswegen, der Anfänger ist fasziniert. Er entdeckt die Möglichkeiten, das Thema Börse generell und noch das Geld, was er teilweise verdienen kann. Und ich weiß noch, in meinen Anfängen, mein allererster Trade, das waren, ich glaube, 350 Mark Gewinn. Und da war ich auf einem Seminar, so eine Werbeveranstaltung von einem CFD-Broker. Und als er nach Hause kam, habe ich in Abwesenheit 352 oder 25 Euro verdient. Ich weiß es noch. Und ich habe gesagt, ja, das ist ja Magie. Ich war gar nicht da. Schau dir das Geld an. Ja, wie gigantisch ist das denn? Ich hatte keine Ahnung, in welchem Markt. Das war irgendeine Aktie oder irgendwie sowas. Ich hatte keine Ahnung von Risiko. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, aber ich habe ein gutes Geld verdient. Also die Faszination. Und die fährt er dann auch gerne an die Wand. Weil bei mir war es genauso wie bei vielen anderen auch. Du fängst halt dann an zu sagen, ja, Moment mal. Ja, 325, es könnte ja mehr sein. Brauche ich mehr Aktien. Und das geht dann schief und hast einen Riesenverlust. Der fortgeschrittene Trader kennt das. Er ist schon abgebrühter, ja. Also er weiß, es kann schief gehen. Er erahnt auch, dass es irgendwo vielleicht an ihm liegen kann, dass er manchmal zu arg auf die Kacke haut, wo es gar nicht notwendig wäre. Der große Unterschied aber zwischen dem und dem Erfahrenen ist, der Fortgeschrittene weiß zwar, was er falsch macht, aber er kann es nicht abstellen. Und das ist die härteste Phase. Das schwerste Leben hat der fortgeschrittene Trader. Und ich rede gerade nicht mehr von, er macht die meisten Gewinne oder er macht die meisten Plus-Trades. Weil Leute, ich kann doch 98 Minus-Trades machen und einen einzigen riesigen Abräumer. Und ich habe mehr verdient, als ihr alle zusammen in 3 Tagen. Ja, es ist nicht das Geld, sondern es ist die Frage, wie der Fortgeschrittene die Probleme oder die Hürden, die er sieht, wie will er die überwinden? Das ist der fortgeschrittene Trader. Der ist noch nicht drüber, aber er weiß, er muss es. Und da entstehen die größten Verwerfungen. Ich kenne Trader, Traderinnen auch, die werden fast wahnsinnig. Du wirst gaga, ja? Weil du übersiehst irgendeine Kleinigkeit, nimmst es sehr, sehr persönlich und scheiterst immer wieder an dir selber. Bestes Beispiel, sofort klicken, der Chart geht an, früh morgens, da ist noch immer am Kaffee drin, klicken, zack. Und der erste Trade im Markt geht schief, du wirst ärgerlich. Beißt dich in den Markt rein, guckst wieder die Großwetterlage an, bist schlecht vorbereitet, verlierst einen Haufen Geld. Dann Leute, die das gar nicht machen, erkennen, sobald sie Gewinne haben, fangen sie an, euphorisch zu werden. Sie klopfen rein in den Markt, sie wollen jetzt alles haben. Dann gibt es die Leute, die werden ängstlich. Jetzt haben sie den ersten, zweiten, dritten Verlust gehabt. Sie werden ängstlich, obwohl sie wissen, dass sie aus der Korrektur versuchen, in den Trendlauf zu kommen. Sie brechen aber ab, weil sie so unter Druck stehen, weil sie Verluste sehen, dass sie dann die Initialbewegung verpassen. Ich rede gerade nicht aus Vorwurf, sondern nur aus Beobachtung und nehme mich da auch nicht aus. Das ist der fortgeschrittene Trader. Wie kriegt er das hin? Ja, indem er was macht? Kaufe meine Handelsstrategie und werde Millionär wie ich. Ja, eben nicht. So, der erfahrene Trader, der kennt das alles. Und er kennt sich am allerbesten. Und deswegen, wie der Micha oft sagt, nur der Anfänger träumt davon, sein Konto zu verfünffachen oder zu verzehnfachen. Die schaffen es sogar teilweise. Ein Profi lässt es freiwillig weg. Und mit dem Ding gebe ich jetzt mal an den Micha zurück, der diesen Satz ja kreiert hat, wenn ich darf, Micha. Wenn du mir die Bildschirmfreigabe gibst. Ja, mache ich gerne. Jetzt wollte ich noch malen nebenbei, bin aber so ins Predigen gekommen, dass ich es völlig vergessen habe. Warte mal, Teilnehmer. Also es kommt ja nicht von ungefähr der Satz, dass man sagt, also wenn du einem Anfänger das Trading beibringen möchtest, ist das Beste, was du machen kannst, ihm am Anfang erstmal Minus machen lassen. Ja. Sieht man das hier, Jochen? Ja, weiße Fläche, WHSF-Investfolie, ja. Ah, okay, gut. Vielleicht von mir auch, weil ich die Frage schön finde, 2, 3 Sätze. Lasst uns mal, ich versuche es mal, ich habe gerade drüber nachgedacht, während du das sagst, versuche es mal in 2 Stufen zu machen. Ich versuche es mal in 2 Stufen zu erklären. Nehmen wir jetzt nur mal den Sommer aktuell, also 2 Stufen, die einfache Version und unten die kompliziertere ein bisschen. Nehmen wir mal jetzt den Sommer, zumindest vielen von euch, ihr wart ja auch unterwegs und Urlaub und die Kinderferien und so weiter, wie es halt ist. Und wo immer man gerade war, so ging es mir zumindest, vielleicht kannst du ein oder andere mit bestätigen. Sobald man also irgendwie vor die Haustür oder Hoteltür, wo auch immer tritt, bemerkt man, so ging es mir auf einmal, gefühlt Trader.
Wo immer man Leute trifft, kommt man irgendwie auf das Thema jetzt, nicht nur Wirtschaft oder irgendwas, sondern irgendwie immer Aktien, Krypto und Co. irgendwie zu sprechen aktuell. Das war ziemlicher Hype. Und ich zumindest hatte das Gefühl, so in meinen Gesprächen, dass mittlerweile jeder dritte, vierte von dem ganzen Thema infiziert ist. Und der Rest am Tisch fragt sich mitunter einfach nur, ob das gerade ein besonders erfolgreicher Hype ist und ob er nicht vielleicht irgendwas verpasst gerade, weil das halt so rauf und runter und die Börse hin und her, gell? So, mitunter er sogar etwas Entscheidendes womöglich verpasst. So, und das ist dahingehend interessant und jetzt ist immer noch die Version 1, weil doch Trading per se erstmal aus Sicht eines Trading-Anfängers, das ist ja das, was auch der Jochen jetzt gesagt hat, aus Sicht eines Trading-Anfängers, dass Trading per se ja erstmal im privaten Bereich etwas, wie sagt man eigentlich, was verdammt Komisches mitunter ist. Mhm. Weil es ist wirklich, also es ist ja unpraktisch in allen mentalen Beziehungen, die es gibt. geht ja gar nicht. Im höchsten Grade auch zeitlich und ökonomisch, also wie viel Zeit man stellenweise davor sitzt. Gell? Und auf der anderen Seite natürlich alles andere als exakt in seinen Methoden. So. Das heißt also für den Trading-Anfänger, der nachher wirklich real was gemacht hat, bis dahin, klar, wir sind immer noch unten in dieser Version 1. Das heißt also, und am schlimmsten ist natürlich für den Trading-Anfänger, für den Anfänger, dass er sich wie einem Schwachsinnigen gleich zurück, wie einem Regelwerk folgen soll. Ja. Das heißt also immer wieder das gleiche Verhalten an den Tag zu legen, ja, aus dem jedes Mal ein anderes Resultat, am Ende etwas anderes resultiert aus dem gleichen Verhalten. So, und das alles, obwohl man doch am Anfang gedacht hat, so ging es mir jetzt hier im Sommer immer, wo ich viel jetzt mit den Leuten einfach so immer ins Gespräch kam, wo die alle immer dachten zu Beginn, das ist doch alles hier ein reines Kinderspiel. Gell? Man schlürft ein paar Drinks, lacht, liest ein bisschen Wirtschaftsteil, so irgendwie, trifft interessante Leute, stellt ein paar Orders in den Markt, Ende aus, Kleinigkeit, fertig. So, und wie sieht es dann aber aus am Ende des Tages? So, jetzt wurden die ersten Trades vollzogen, die ersten Nächte sind nicht geschlafen worden, was man halt so hat. Im Grunde ist also die Glanz von der Kontoeröffnung so ein kleines bisschen verflogen, bisschen weg. So, und jetzt erkennt der ein oder andere, dass es eben keine Rolle spielt jetzt, ob du viel Geld oder wenig Intelligenz hast oder ob du eine Persönlichkeit bist oder was weiß ich, wie dein Gemüt ist. All das spielt überhaupt keine Rolle, weil die Chartverläufe dennoch es was schaffen die ganze Zeit und das ist das Spannende. Irgendwie, das alles, was man so dachte bis dato, nicht der magische Schlüssel für das mühelose Dasein vor dem Chart halt. Ganz genau, ja. So. Okay, das ist ja bis dahin alles nichts Neues. Das ist ja bis dahin nichts Neues. Und ich denke, dass, und das ist jetzt der Unterschied zum Fortgeschrittenen, mitunter dem Börsenhandel, dass das, was ja der Jochen gesagt hat, man auch ein kleines bisschen, das macht dann der Fortgeschrittene, also hier Version 1, jetzt mal Version 2, ein kleines bisschen. Wie soll man sagen? Es lässt sich halt auch anspruchsvoller denken noch, das ganze Thema. Ja. So, weil zum Beispiel jene Frage, die der Jochen jetzt auch gerade gesagt hat, wer, wenn nicht der eigene Wille, als Beispiel, schöne Frage, wer als nicht der eigene Wille, müsste Interesse daran haben, im Trading Disziplin zu erreichen? Aktionismus, also diese ganzen sinnlosen Trades mitunter zu vereideln, beziehungsweise Minus-Trades, wenn sie ins Minus zu weit kommen, zu unterbrechen, ja, beziehungsweise allen voran irreführende Gedanken, und da gibt es eine ganze Menge davon, richtig herum darzustellen, ja, und wer, und das ist dann die wesentliche Frage, verteilt eigentlich diese lebensnotwendigen Gedankenbrocken? Wer verteilt sie? Also der Trader-Anfänger hat ja schon mittlerweile eine Menge, aber er stellt sich auch die Frage, wer verteilt die? Und da meine ich jetzt nicht irgendwas Esoterisches irgendwo dazwischen drin. So. Beziehungsweise der Trading-Anfänger stellt Stück für Stück fest, der Fortgeschrittene, also er fragt sich ja immer mehr, wenn er seine Handelswoche rückwärts betrachtet, also der eine oder andere jetzt auch die letzte Woche war ja sehr Volatilität, also er ist sehr volatil, ob das Leben als Trader, was wir jetzt alle haben, wirklich nur eine zufällige Abfolge von Ereignissen ist, oder gibt es wirklich Gründe dafür? Gibt es wirklich Gründe dafür, die dafür sorgen, dass ein Trader so selten im Gleichgewicht ist? Was gibt es da vielleicht Gründe dafür, warum ich so selten im Gleichgewicht bin? Und warum man kaum in der Lage ist, als Trading-Anfänger dann, ja, oder einst, ja, mit diesem ganzen Gemengelage so richtig fertig zu werden?
So, das heißt, ein Fortgeschrittener aus meiner Sicht hat eins verstanden oder mehrere Sachen, aber eins allen voran, nämlich, dass jeder Trading-Tag, auch der, der jetzt am Montag wieder losgeht oder heute Nacht oder wie immer macht, das macht, so, dass er im Ergebnis immer ein intellektuelles Verwirrspiel ist. Ein intellektuelles Verwirrspiel mit Dimensionen, mit Perspektiven und die uns als Trader den ganzen Tag eins vorspielen, nämlich unsere Gewohnheiten und unsere Grenzen, was wir im eigenen Sinne beziehungsweise und Gedanken, das führt er uns unerlässlich vor. Und ich tue mit dem Jochen, heute hatten wir erst fast eine Stunde, haben wir telefoniert in Vorbereitung zum Webinar, aber im Grunde sind wir überhaupt nicht aufs Webinar eingegangen, wir sind über 110.000 gekommen, was nämlich genau wieder diese Dimensionen und Perspektiven, die es einfach gibt, dieses intellektuelle Verwirrspiel im Börsenhandel, dass wir das wieder an einer ganz anderen Stelle in dem Fall thematisiert haben. So, und als Fortgeschrittener habe ich verstanden, dass dieses intellektuelle Verwirrspiel, was da ist, dass die Herausforderung dahingehend besteht, diesem Verwirrspiel zu begegnen. Das heißt, die Entscheidung zwischen Aussicht auf Erfolg oder drohendem Versagen ist, wie begegne ich diesem ganzen Verwirrspiel? So. Genau. Und dann ist aber dann noch halt eine andere Sache. So, und in dem Zusammenhang, wie ich dem begegne, das ist dann das, was der Jochen meinte, kann man ja nachher eins noch mit hinzudenken. Mhm. Aber das würde es jetzt fast noch eins zu weit führen, nämlich das ganze Thema der Selbstüberwindung. Und in dem Moment, wo ich Selbstüberwindung denke, kommt dann, da sind wir auch ganz schnell in diesem Mega-Psychokram drinne. Da müssen wir nur aufpassen, dass wir an der richtigen Stelle dort landen am Ende des Tages, weil sonst tut man ganz schnell im Kopf abschalten. In dem Moment, wo man Selbstüberwindung und Selbstverwirklichung, diese beiden Sachen mitdenkt, geht es also irgendwie darum, dieses als Fortgeschrittener, wo man sagt, Moment mal, also diese Überwindung von Hemmnissen fachlichen ist ja mal das eine, aber diese Bändigung des Triebhaften dahinter. Ja, genau. Das ist es. Ja. Und diese Aufhellung von, jetzt könnten wir da das machen, so von falschen und dunklen Gewohnheiten, bla bla bla, das könnten wir jetzt alles so darstellen. Aber im Wesentlichen wird einem Fortgeschrittenen klar, und das bringt das schneller auf den Punkt, dass die Theorie im Börsenhandel wirklich einen klaren und scharfen Kopf verlangt. Die Theorie. Mhm. Wohingegen aber die Praxis, und das habe ich als Fortgeschrittener dann verstanden, hingegen was verlangt einen ganzen Mann? Und das macht den Unterschied aus. Oder sagt man Frau, die ganze Frau, ja. Jochen, wie macht man das heutzutage? Alle Geschlechter. Es alle bedarf Geschlechter. Also aller Geschlechter. So. Die Theorie, einen klaren Kopf, die Praxis, einen ganzen Mann. So, das ist jetzt auch immer nur noch theoretisch. Aber man kriegt ja ganz schnell ein Gefühl davon, was es heißt, die Theorie, einen scharfen Kopf, die Praxis, einen ganzen Mann. So, und ein erstes Gefühl bekommt man ja dann, aus meiner Sicht, sobald man sich einmal freiwillig nicht mehr auf die laufende Periode konzentriert, also dieses permanente Gucken, was der Markt macht, permanent, und stattdessen aber was macht, dass man anfängt mal konsequent nach innen, also Trading fängt dann an und geht mal konsequent nach innen, also das heißt also, das Überflüssige bleibt so gesehen mal im Chart und man kehrt nach jedem Handelstag als ein anderer ein kleines bisschen zurück, weil man immer mehr anfängt, mal über sich und seine Welt da drauf zu denken. So. Und mitunter wird im fortgeschrittenen Handel man über die Zeit auch ein anderer. Das möchte ich auch behaupten. Man wird auch ein anderer. Ja. Dann ist jeder Trade, an den wir uns mitunter vielleicht über die zig Jahre überhaupt nicht mehr erinnern können. Ich weiß nicht, wie viele Trades der Jochen oder ich da je gemacht haben. Dann können wir uns im Leben nicht mehr dran erinnern. Und dennoch ist es ein Teil von uns selbst geworden. Ja. Und dennoch ist es ein Teil von uns selbst geworden. Das heißt, und diese ganzen Trades und alle, die jetzt diese Woche kommen und alle, die nächste Woche kommen, alle zusammen, du kriegst ein fortgeschrittener Stück für Stück mit, dass sie zusammengewachsen Stück für Stück zu etwas werden, was man sagt, oh, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber Jochen wird verstehen und vielleicht einer drauf. Das wird zu unserem, zusammengewachsen zu unserem neuen Charakter. Irgendwo schon. Vielleicht ein bisschen hochtrabend gesprochen oder ein bisschen metaphorisch, aber was heißt hier eigentlich nur metaphorisch? Im Wesentlichen ist es halt einfach so, dass Trading, und das ist dann der Unterschied zum Fortgeschrittenen, man durchläuft so einen Läuterungsprozess. Vielleicht ist das das, was der Jochen auch da gut mit am Anfang meinte. Gell? Das heißt, definitiv, man durch die Tausenden von, überlegt mal, wie viele tausende Perioden ihr euch angeschaut habt live. Überlegt mal, wie viele Tausende von Bewegungs- und Korrekturästen ihr bis dato seit eurer Kontoeröffnung angeschaut habt. Das heißt, wie viel zurechtgeruckelt ihr bis dato im Kopf geworden seid durch die Börse. Und hin und wieder aber auch,
um den ein oder anderen krautigen Gedanken im Kopf jetzt mitunter erleichtert und um die ein oder andere neue Erkenntnis bereichert. Die tausenden Perioden, was haben sie gemacht mit euch? Ein bisschen zurechtgeruckelt im Kopf, ein paar neue Gedanken, aber auch ein paar alte sind weg. So, und jetzt ist das also was aus meiner Sicht. Nämlich, und eine wesentliche Erkenntnis als Fortgeschrittener, meine persönliche Geschichte ist eins, nämlich, dass es eine hohe Männlichkeit oder Weiblichkeit erfordert, nämlich jene elegante Selbstbeherrschung. Bingo. Das ist etwas, was man trainieren muss. Das ist es. Elegante Selbstbeherrschung. Ich rede nicht von einer, also ich nehme mal das Wort elegant an der Stelle mit rein. Jetzt nicht Knall auf Fall und was weiß ich, Selbstbeherrschung, irgendein Adjektiv. Nimm mir mal elegante Selbstbeherrschung. Das finde ich eine schöne Begrifflichkeit. Und was heißt das damit? Dass ich also in der Lage bin, bis zur letzten Periode des Handelstages, Montag, 22 Uhr, beispielsweise Handelsschluss, jetzt Pi mal einen Daumen irgendwie, ist ja auch scheißegal, also Montag, Handelsschluss, bis zur letzten Periode, so bin ich in der Lage, diese eigene und dennoch mir ja immer befremdliche Selbstunterhöhlung, diese eigene und irgendwie doch befremdliche Selbstunterholung, mit welcher es die Charts schaffen, mit ihren zappelnden Perioden, das ganze übermütige Volk von Tretern, das ganze übermütige Volk von Tretern, einfach zu unterwerfen, wirklich wahre Männlichkeit ist. Das heißt, diese elegante Selbstbeherrschung. Und damit ist was am Ende gemeint? Und das schafft ja nun mal ein Chart, dass er die meisten Treter unterwirft. Und aus meiner Sicht eben das die wahre Männlichkeit ist. Eine würdevolle Haltung von einer gewissen Passivität an den Tag zu legen. Jawohl. Eine genau. Würdevolle Haltung, würdevoll. Das heißt nicht, ich trade nicht, sondern ich tue würdevoll an gewissen Stellen sagen, ich handle diesen Scheiß gerade hier nicht. Das heißt, ich arbeite im strengsten Dienst der Treue zu meinen Handelsregeln. Ja. Im strengsten Dienst Treue zu meinen eigenen Handelsregeln. Das heißt also, ich tue jenes Falsche und mittlerweile auch als Fortgeschrittener als gefährliches Trading. Nicht nur falsch, sondern ich habe auch gesehen, dass es gefährlich ist. Auf mein Konto gesehen. Dieses Trading jenseits von meinen Regeln, also jenseits von meinen Regeln wegzuhandeln, so diese entnervende Sehnsucht, jeden Dreck handeln zu wollen, dass ich das schaffe zu vermeiden, diese würdevolle Passivität, das ist etwas, wo ich sage, wow, das ist etwas, was einen gewissen Trainingseffekt erfordert und eine gewisse eben Selbstbetrachtung Stück für Stück, dass das Trading anfängt und geht nach innen. Das, glaube ich, ist etwas sehr, sehr Interessantes. Und was die ganze Verfasstheit als Trader einfach neu, also man tut ja über andere Themen im Kopf nachdenken. Der Punkt ist halt eher, das war aber ein bisschen viel, glaube ich. Warte mal. Ich kann bei dir nämlich auch, glaube ich, zeichnen. Oder ich gehe mal zurück auf meine Folie. Machst du mal kurz mich zum Host, ja? Zum Horst? Weil ich hab den Chat beobachtet, gerade parallel. Da ist wieder die berühmte Diskussion Zeiteinheiten und Großwetterlage. Leute, ist falsch. Zeiteinheiten hat nichts mit Großwetterlage zu tun. Aber es war eine Frage dabei von jemandem, der nämlich gesagt hat, es ist doch Glück. Und inwieweit ja, man das jetzt... Host. Warte mal, ich versuche es gerade noch nicht. Immer noch nicht. Also, die würdevolle Haltung der Passivität, das ist etwas, wo ich sage, machst wow, das ist als fortgeschrittener Handel, abgesehen vom diagonalen Handel und dass du den fachlich sauberen von fachlich unsauberen... Vergiss mich nicht, Mika! All das sind Sachen... Ich komme nicht rein. Machst du mich zum Horst? Hab ich doch. Beziehungsweise, dass ich den Bildschirm mal nutzen kann. So, jetzt geht's. Also das sind Themen, die fand ich oder finde ich per se sehr, sehr spannend, dass man darüber nachdenkt. Mich ja voll im Flow. Ja, noch nicht. Ich muss mich erst warm reden. Das brauche ich immer eine Weile. Danach geht's. Jetzt müsstest du. Genau. Jetzt müsste es gehen. Ja, so. Nochmal dieses Thema. Wir sind noch bei Fortgeschrittenen? Ja, genau. Wir sind beim Fortgeschrittenen. Fortgeschrittener Trader, ich mach's mal so. Nochmal, ganz wichtig, wir reden nicht über Buy and Hold, okay? Wir reden nicht über, ich habe mal Aktien gekauft für 20 Jahre, wow, der Markt ist nach oben gepusht, ich habe alles verkauft, jetzt bin ich reich. Das hat zwar auch mit Trading irgendwo zu tun, aber nicht mit der aktiven Nähe am Markt, wie es die meisten Trader machen. Warum? Weil die meisten Trader eben nicht das Geld haben, Achtung, ihr ganzes Geld in ein Ding reinzustecken und 20 Jahre zu warten. Sie brauchen Einkünfte. Also wenn ich eben keine Bank bin, wenn ich kein Investmentfonds bin oder Millionär und dennoch Trader werde, muss ich mit meinem Geld anders umgehen.
Das heißt, das Risiko, was ich ja im Markt habe, muss ich berücksichtigen. Und das geht zum Beispiel nur dann, wenn ich schon ein fortgeschrittener Trader bin, der seine Feuertaufe erlebt hat. Mir bringt es zum Beispiel sehr wenig, wenn Leute bei mir ein fortgeschrittenes Seminar buchen und bisher nur im Demo gehandelt haben. Zu denen sage ich in der Regel, das macht keinen Sinn. Komm erst wieder, wenn du echt Gelderfahrung hast. Dann sind die beleidigt mit dir. Ja? Du weißt aber ganz genau, ich kann denen was weiß ich erzählen. Sie kennen überhaupt nicht, was los ist, wenn sie sich mal richtig reinreiten. Und der Tag kommt bei jedem. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Glücksspiel. Der fortgeschrittene Trader hat die Fragen, wie zum Beispiel, werde ich betrogen? Warte mal. Betrogen, ja. Betrogen vom Markt, vom Broker. Das ist auch die Standardfrage von jedem Neuling. Dann, ist das Glücksspiel? Hat er, die Fragen hat er schon längst beantwortet. Und ich möchte kurz darauf eingehen, was das Glücksspiel angeht. Also nochmal, wenn ich viele Trades mache, nochmal, weil ich eben nicht der Aktienfonds bin, sondern der private Trader zu Hause, ja, der versucht, eine gewisse konstante Verdienstebene zu erreichen mit allem Rück- und Zuschlägen. Dann habe ich ja, wenn ich jetzt hergehe und sage, ja, war nur Glück, dann sage ich, was genau war Glück? Der Markt ist gegen mich gegangen, war Pech und der Markt geht für mich, ist Glück. Also wenn ich jetzt hier einsteige, ne, jeweils. Da sage ich, okay, wenn es doch so ist, dass du also eine Einstiegslogik hast, die mit einem Münzwurf zu tun hat, weil du denkst, es ist Glück, dann ist das doch nicht die Frage, sondern wenn du Glück oder Pech hast, ist die Frage, was du daraus machst. Denn wenn du Pech hast und der Markt eben auf Null fällt, und du hier oben hättest aussteigen können, weil du damit einen kleinen Verlust kriegst, dann frage ich mich, wo warst du? Und wenn der Gewinn läuft, was nur Glück ist, ist ja die Frage, ja, nimmst du ihn hier schon oder nimmst du ihn hier oben? Das heißt, die Ergebnislage eurer Trades hat nichts mehr mit Glück zu tun, sondern mit euch. Das ist der Blick in den Spiegel, den die wenigsten Trader wollen. Auch TraderInnen haben da extreme Probleme, in diesen Spiegel zu gucken. Denn du bist verantwortlich für die Ergebnislage. Ob der Markt steigt oder fällt, da ist immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit dabei. Somit eine gewisse Zufälligkeit, vor allem je näher du an den Markt rangehst. Aber was du daraus machst, ist doch die Arbeit von einem Trader und nicht, ob er richtig oder falsch gelegen ist. Was hörst du da draußen ständig? Ich bin richtig gelegen, ich liege immer richtig, komm zu mir ins Coaching. Oder irgendwelche Luschen, die sagen, ich beweise dir, dass ich traden kann. Ich beweise jetzt einem Anfänger, der das überhaupt nicht kennt, dass er das bekommt, wie er sich's vorstellt, nämlich nur Gewinne. Und genau das ist der Unterschied zwischen dem Anfänger, dem Fortgeschrittenen und dem Erfahrenen. Der Erfahrene hat es gepackt, er kennt das Spiel. Der Fortgeschrittene muss da drin sich bewähren und seine eigenen Wege finden. Und nochmal, die Verantwortlichkeit der Ergebnislage liegt bei euch, nicht am Glück. Und deswegen ist Trading auch kein Glücksspiel. Ich kann eins draus machen, ihr kennt sie alle, kein Stop-Loss, 1000 Punkte gegen sich laufen lassen, nach 5 Wochen ist der Markt 1005 Punkte wieder gestiegen, dann steigt er aus und sagt, ich habe 5 Punkte plus gemacht, schau, ich habe einen Gewinntrade. Da sagst du nur noch, geh heim. Versteht ihr, was ich sagen will? Also, Trading ist ein sehr koordinierter Ablauf. Ein hohes Fachwissen, eine hohe Durchdringung, eine hohe Selbstsicherheit. Und das packe ich jetzt in eine feste Disziplin, ja. Und da kommt dann der Satz, Trading heißt reagieren gegen dich selbst. Und das ist die Arbeit, das ist die Arbeit. Nicht das Ergebnis, die Arbeit ist es, die den Trader entsprechend formt. War jetzt vielleicht ein bisschen am Thema vorbei, aber dann doch irgendwo, glaube ich, drauf treffend. Micha, ich gebe an dich zurück. Nein. Also, das ist Nudel, oh. Alles okay. Wichtig. Also am Ende des Tages ist es so, dass halt der Strauß von Fragen, die einem Fortgeschrittener stellt, sicherlich eine ganz, ganz andere ist, die nicht nur aufs Fachwissen sich bezieht. Und alles zusammengefasst, was ich jetzt hier und was der Jochen gesagt hat, könnte man jetzt wie am Ende des Tages noch zusammenfassen, dass der Trading-Anfänger, der Fortgeschrittene, entschuldigt, sich natürlich eins immer mehr halt fragt, ist das alles so komplex oder bin ich es? Ja, genau. Oh ja.
Das ist ein starker Gedanke, das ist eine starke Frage. Ist das alles wirklich so komplex oder bin ich es? So, und das heißt also, jene Geschichte, was ich eben sagte, das ist dann die Folge auch davon, dass man immer mehr drüber nachdenkt. Diese würdevolle Haltung, also eine würdevolle, also eine nachvollziehbare, würdevolle Haltung dieser Passivität. Wo muss ich passiv sein und wo halt nicht? Und wo bin ich, wenn ich es bin, aber würdevoll? Das heißt, der unterlassene Trade selbst hat auf einmal für sich einen Wert, auch wenn es gerade nicht im Konto ja. oder runterruckt. Ja. Er kriegt für sich selber der unterlassene Trade einen Wert. Wow. So, genau. Jetzt würde ich sagen, aber an der Stelle auch, Jochen, Micha, oder? Darf ich noch einen Satz anhängen? Wenn wir jetzt bei dem Thema sind fortgeschritten und der Erfahrene, jetzt denkt ja jeder, der erfahrene Trader, der geht übers Wasser und er macht nur Plus-Trades. Naja, also du bist doch Gott, weil Jochen, warum bist du kein Millionär? Du bist doch erfahrener Trader mit dem Zinseffekt. Müsstest du doch schon 1 Milliarde Euro verdient haben? Und wisst ihr was? Ich mache meine Erfahrenheit als Trader daran fest, dass ich sage, nö, habe ich nicht. Ich habe meine Verluste. Manchmal verdiene ich weniger Geld als ein Anfänger. Aber ich weiß, was ich mache auf Dauer. Und deswegen, hört gut zu, brauche ich keine Angst haben, wenn es immer etwas schlechter läuft. Das ist der erfahrene Trader. Das. Eine gefestigte Persönlichkeit. Nicht ein Gott, aber ein Meister seines Faches, fachlich, durch die Routine und abgewetzt, abgeschliffen, tausendfach verprügelt vom Markt, dass du sagst, den Schmerz kenne ich doch. Ich weiß, wie ich damit umgehe. Das ist der erfahrene Trader. Und dass der mal ein Minusjahr hat, ist nicht das erste Mal. Und dass er auch ein 30% Renditejahr hat, ist auch nicht das erste Mal. Dem ist es relativ egal, weil er sich in diesem Bereich bewegt. Und das geht nur, wenn er nicht nach links und nicht nach rechts schaut. Euch nicht vergleicht, sondern bei euch bleibt. Ich habe mit Micha oft solche Telefonate, die gehen stundenlang. Ich liebe dieses Thema, weil im Endeffekt ist der Micha der Einzige, der es in seinen Büchern so verarbeitet hat, dass du es bist, der hier mitverantwortlich ist, was als Ergebnislage und auch deinen seelischen Frieden angeht, am Schluss dabei herauskommt. So, deswegen danke Sarah an die Frage nochmal. Wo liegt denn jetzt der Unterschied? Jetzt haben wir sie ganz schön totgeredet, Micha, gell? Ja, es geht auch die Frage gerade, ob ich schwimmen kann. Also im Grunde, naja, über Seepferdchen bin ich hinaus. Ja. Ja, ich würde so, doch aussagen. Also, nein, er kann schon, gell? Aber klar. So, super. Also, pass auf, fürs erste Webinar war das ja mal jetzt, wir müssen uns ja Stück für Stück da irgendwie so wieder ranpassen an das ganze Thema. Wollen wir es heute nicht übertreiben, es ist 21 Uhr an der Stelle, Jochens Pizza wird halt kalt. Und ich würde mich freuen, wenn wir in 14 Tagen uns wiedersehen, zum Sonntag an derselben Stelle. Dann kommt auch irgendwann das ist ja später nachher noch. Alles gut, in 14 Tagen das Webinar. Meldet euch halt an, beziehungsweise jetzt seid ihr angemeldet als Serie, dann müsst ihr es ja nicht mehr machen, das ist ja jetzt so eingerichtet, da passt es. Ich freue mich bei euch auf die Antworten auf die zugeschickten Trades natürlich. Genau. Ich wünsche euch morgen einen guten Start in die Handelswoche und wirklich, es macht wirklich Spaß, mit diesem Gedankengang, einige, die wir da gemacht haben, mal ein bisschen, ich will nicht gleich sagen rumphilosophieren, aber doch zumindest festzustellen, dass andere Trader auch ihren Fortschritt darin erkennen, dass sie nicht nur die Fragen nach Fachlichkeit, also ist das jetzt besser, dieser oder jeder Indikator, gell, zu nehmen, sondern sie erweitern ihren Kreis von Fragen. Das ist auch ein Stück Fortschrittlichkeit, ja, den Kreis der Fragen weiter zu erweitern. Will also heißen, das Haus des Börsenhandels ist ziemlich groß. Und im ersten Raum fragt man sicherlich nach Regelwerken, aber es muss halt Stück für Stück auch mal die anderen Räume betreten werden. Ja, und da sind auch gar viele dabei. Das Haus der Börse ist groß und man sollte bitte nicht im ersten Zimmer stehen bleiben, wo es nur darum geht, wo soll ich rein, wo soll ich raus. Gut, das ganz kurz dazu. Jochen, schönen Dank an dich. Wir hören und sehen uns sowieso. Den Teilnehmern auch schönen Dank. Und die Aufzeichnungen sind dann sowieso wie immer bei WHSelf Investern wieder zu finden. Genau, ja? Genau. Und vergesst nicht, schickt ein, auch wenn er nicht sofort von mir oder von Micha was hört. Wir sind sehr dankbar, weil wir bauen da immer die Fragen drumherum auf. Natürlich haben wir auch eigene Trades. Einige Leute haben mir das letzte Mal gefragt, zeigt doch mal Trades von euch. Können wir gerne machen. Aber so, wir finden es aber besser oder interessanter, wenn Leute, die jetzt eben nicht 17 Jahre oder 20 oder der Micha ist noch länger dabei, jetzt in dem Ding drinstecken, dass die ganz naiv oder teilweise unbedarft eine Frage stellen und ihr merkt, es hat nicht immer nur mit Laberei zu tun, sondern da steckt ja einiges drin. Und wenn der Mehrwert rüberkommt, dass der eine oder andere sagt, naja, stimmt, ich versuche es mal auf die Art oder das hat mir gefallen, dann haben wir das Ziel her erreicht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Schönen Abend, viel Erfolg in den nächsten 14 Tagen in eurem Trading und ja, wie schon gesagt, wir hören uns und sehen uns in 14 Tagen. Und ganz kurz noch, ganz kurz, Ruhe. Einige haben gefragt,
lieben Dank, ob Coaching-Plätze frei sind. Es ist so, Leute, ich bin gerade dabei, eine Auswanderung hinzulegen und ich will nur Coaches machen oder Coachings machen, wenn ich einen Kopf frei habe. Deswegen, gebt mir ein bisschen Geduld. Ich denke, Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres mache ich wieder Coachings und vielleicht auch noch ein Seminar am Ende des Jahres, wenn ich es schaffe. Thema Trendgröße in Großwetterlage, Zeitanhalte. Da denke ich, könnte ich diese Weihnachten sehen wir nicht den Weihnachtspulli beim Jochen, sondern die berühmte Palmen, Hula Lula und was weiß ich und Schirmchendrinks, das komplette Programm am Strand. Da bin ich ja gespannt. Das Land wird erst später bekannt gegeben. Und wo bist du an Weihnachten mit den Skihaseln in Tirol? Ich kann nicht Skifahren. Ich habe noch nie auf Skiern gestanden. Noch nie. Also ich habe noch nie auf Skiern gestanden. Ich habe einmal auf Skiern gestanden. Ich kann nicht Skifahren. Und habe mir die Bänder so gedehnt, dass ich glaube, 2 Monate gehinkt bin. Das war meine Skierfahrung. Ich bin noch nie Abfahrt, noch nie. Da kriegt mich auch keiner. Ich habe mich immer um den Skiurlaub gedrückt und habe gesagt, geh dir auf den Berg, ich bleibe unten im Dorf. Und dass endlich das einer aussagt. Ich habe es immer genauso gemacht. Bin ich raus aus der Nummer. Ich mag keinen Schnee. Weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass ich so das... Nee, das ist nicht mein Skifahren. Wirklich nicht, von daher. Also der Kelch ging an mir vorbei. Ganz lieben Dank. Ja, tschüss miteinander. Ciao, danke. Du, Aufnahme, hast du einfach nur rausgehen, dann passt das, ne? Genau. Ich muss mal gucken, wo ich jetzt hier Meeting beenden, gell? Und dann... Genau, dann zeichne es automatisch auf. Tschüss.